Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich hören und uns alle sehen und gleich die anderen auch hören. Hier ist wieder das Ferngespräch. Das klang jetzt irgendwie wie so ein alter Volksempfänger gerade. Hier ist das Ferngespräch. Wir freuen uns auch heute wieder über unsere Gäste. Wir haben in der linken Ecke Alexa und Alexander Waschgau vom Hoaxilla-Podcast. Guten Abend. Guten Abend. Sehr gut. Alexa ist ihres Zeichens Kulturwissenschaftlerin. Alexander Waschgau hat seit kurzem sein Diplom und ist jetzt... Oh, der Jungspund. Genau. Der Jungspund, vielen Dank. Genau. Dann, alter Mann. Dann haben wir heute zum ersten und hoffentlich nicht letzten Mal dabei Nora Betzko, eine ganz, ganz großartige Hallo. Autorin. Hallo. Sag noch mal ein bisschen mehr, dass wir hören, dass wir dich hören. Ja, klar. Ja, hi. Ich freue mich total, spontan hier dabei zu sein. Ist auch echt aufregend, gerade zu dem Thema und so. Ich denke, das wird gut. Jan haben ja schon gesagt, genau, ich bin Autorin aus seiner Zunft, Fantastikautorin. Genau. Und du schreibst sogenannte progressive Fantastik, was ich ganz großartig finde. Mhm. Weil man sollte ja denken, Fantastik hat ja generell was Progressives, finde ich irgendwie. Ne? Nämlich, dass man sich neue Dinge ausdenkt und Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Aber wie wir bei der Fantastik ja schon gemerkt haben, wir beide und auch viele andere, ist das ja auch mitunter irgendwie so ein kleines Kästchen, wo man sagt, naja, hier ist Schluss und da ist Schluss, da gibt's Elfen, da gibt's Orks, hier ist Ende. Also es ist gar nicht so einfach, da bei den klassischen Fantasy-Fans mit Progressivität durchzustoßen. Oder siehst du das anders? Nee, da hast schon recht. Und es ist schon ein seltsames Paradox, weil mir geht es eigentlich genauso wie du. Ich bin Fantastik-Fan, weil ich in das Genre komme. Ich glaube eigentlich viele andere, wenn man so sagt, alles ist möglich und wir erleben und genießen diese Welten, in denen alles geht, in denen wir alles sein können und so. Und ja, aber irgendwie ist dann trotzdem das Genre irgendwo stehen geblieben, weil ich merke das ja auch richtig. Ne? Also ich habe jetzt gerade dieses Jahr einen Roman veröffentlicht zum Beispiel, wo mir noch vor 5 Jahren, glaube ich, eiskalt gesagt worden wäre, veröffentlichen wir nicht im deutschsprachigen Raum, weil, keine Ahnung, zu viele Frauen, zu viele People of Color, zu viel... Alles. Also du redest von die Götter müssen sterben, nehme ich ja, an. Ja, genau. Also bin ich mir sehr sicher, dass der nicht veröffentlicht worden wäre. Ja, Homosexualität, Bisexualität, dann hast du, da gibt es einen Charakter, der schrägstrich die mit Sia angesprochen wird und so. Also was ich alles großartig und wunderbar finde, aber ich hätte irgendwie gedacht, das ist eigentlich das, was bei Fantasy geht. Wir schweifen ab, entschuldige. Das ja, genau, erst mal die anderen vorstellen. Richtig, genau. Du hast recht. Da haben wir jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Hier ist die Mari. Entschuldigung. Ist also. Um Gottes Willen, nein. Mairi, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Schön, dich wieder hier zu haben. Die du bei Orkenspalter vor der Kamera stehst und dein ganz eigenes Schärflein heute beitragen wirst, angesichts eines YouTube-Beitrags, der auch mir nicht verborgen blieb. Der ist ziemlich vielen Leuten nicht verborgen geblieben und halt eben leider auch gar nicht so zwingend den Leuten, die wir unbedingt da haben wollten. Wir haben in letzter Zeit das öfters, dass wenn wir Dinge sagen wie, hey, wir gendern übrigens aus folgenden Gründen, bla 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 bla, ihr müsst das nicht, ne, aber wir machen das weil. Oder wenn wir sagen, ich finde folgende Punkte, die man an Rings of Power kritisieren kann, vollkommen valide, aber wenn euch nur stört, dass da People of Color drin sind, dann denkt mal drüber nach, warum das so ist. Dass das offensichtlich extreme Aussagen sind, die man abstrafen muss. Ach, ihr seid jetzt, doch nicht immer die Gesellschaft. Genau, ach, ihr seid jetzt auch linksidentitär geworden. Ach so, ja, das muss das, ja dabei das sein. Hatte ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall, was war es? Sagt dem Woken Vibe, sie soll schweigen. Das glaube ich, der Kommentar. Was? Ich finde Woke ist Vibe fast schon wieder. Ja. Das ist eine Alliteration. Ja, genau. Wehe, wehe, Wokes Vibe. Dann, was ist für deine Twitter-Bio mehr? bitte tu es. dann. Wokes Vibe. Ich gehe mal bei. Genau. ich gehe mal hier bei mir in meinem Reihum, was anders ist als euer Reihum. Ich habe heute auch wieder das Vergnügen, unseren Chefphysiker und heute einzigen Holm-Gero Hümmler begrüßen zu dürfen. Hallo Holm. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und ja, ich bin hier irgendwie... du bist Physiker, ja gut, also, aber ich bin ja immer dabei. unser altes Kulturgut, Holm. Genau, genau, ja, ich bin das alte Kulturgut. Genau, und definitiv der Gesichtsälteste heute. Aber
Aber gar nicht alt und Hochkultur ist Carla Paul. Hallo Carla. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du konntest und möchtest. Du betreibst diverse, bist du eigentlich Buchinfluencerin? Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Also würde mich sogar freuen. Ich sage meistens sowas wie Literaturlobbyistin. Das heißt, ich werde auf vielen verschiedenen Wegen dafür bezahlt, mich für das Lesen einzusetzen und für Bücher an sich. Und bin deswegen normalerweise immer unterwegs, um zu sagen, was ihr lesen sollt, was ich empfehlen würde. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie unsere Diskussion sich heute entwickelt zu den Büchern, die ich eher nicht empfehlen würde. Sehr gut. Ich lese gerade im Chat, dass ich zu leise sei, nicht für euch, sondern hier mit diesem anderen Mikro. Moment, er möge sich lauter, ist ja gut jetzt. Moment, hatte ich es gerade vorhin geschafft, dass ich nicht mehr zerre. Alles Professional Showbusiness hier, meine Fresse. So, okay, ich habe mich jetzt lauter gemacht. Bin ich jetzt laut genug für euch da draußen? Ich hoffe. Schön, sonst wäre ja auch kein Technikteil im Podcast drin. Richtig. Also, ich frage mich tatsächlich, wie wir beginnen. Alexa, definier doch mal alte Kulturgüter. kommt drauf an, wie wir die Sendung gestalten wollen. Also da kann alles Mögliche drunter fallen. Denn alles, was wir Menschen schaffen, ist in irgendeiner Art und Weise Kultur oder lässt sich dazu zählen. Und wir haben natürlich eine geschichtliche Entwicklung durchgemacht, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Und unsere Sicht auf Dinge, die, ich sag mal, ein paar Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte alt sind, hat sich natürlich verändert. Und wir müssen immer erstens uns darüber im Klaren sein, dass wir heute mit einer anderen Sicht auf die Dinge gucken, was in sehr vielen Fällen, die wir heute Abend besprechen, auch sehr gut ist. Dass wir andererseits die Dinge eben aber auch in ihrem Kontext bewerten und sehen müssen. Und da kommen wir sicherlich auch im Laufe des Abends noch dazu. Ich würde für einen entspannten, aber kritischen Umgang mit all diesen Dingen plädieren. Nicht so zu tun, als hätte es das nie gegeben, aber eben wirklich kritisch drauf zu schauen und froh zu sein, dass wir uns weiterentwickelt haben und manche Dinge einfach heute auch nicht mehr so veröffentlichen würden, wie sie damals veröffentlicht wurden. Alles klar, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ferngespräch. Ja, gut. Das war also jetzt gleichzeitig auch dein Plädoyer eigentlich, oder? Du hast gefragt. Ich wollte es definiert haben, aber gut. Aber wenn wir gerade schon in eurem gemeinschaftlichen, ehelichen Fenster sind, Alexander, hast du denn für dich, also jetzt nicht so von außen, dass irgendwer gesagt hätte, ah, guck doch mal und das macht man noch nicht mehr, hast du für dich mal irgendwie so schlüsselmomentesk festgestellt, sag mal, das geht ja gar nicht, was ist denn da los? Also meinst du so, wo das, mir aufgefallen wo ist? Wo dir selber aufgefallen ist, ganz ohne, dass ich dich darauf hingewiesen hätte. Also das Früheste, woran ich mich erinnern kann, und darüber habe ich mich dann auch gewundert und habe dann auch darüber nachgelesen, war die, kommen wir gleich mal zu Karl May, den ich gelesen habe, so mit 12, 13, 14. Wir haben im Eingangsgespräch darüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, so ein Drittel und ungefähr davon gelesen. Also sowohl die Karabinemsi-Geschichten als natürlich die Geschichten im angeblichen Wilden Westen. Und was mich daran sehr gestört hat, weil ich da zu dem Zeitpunkt angefangen habe, persönlich am Glauben zu zweifeln. Ich habe zu dem Zeitpunkt so einen Wechsel meiner inneren Ansicht, was den persönlichen Glauben angeht, durchgemacht. Warum das Zeug so unfassbar christlich ist. Das war ja, also da du hast ja das Gefühl, da hat nochmal die katholische Kirche mitgeschrieben oder auch die evangelische Kirche wahlweise an diesen Romanen. Und tatsächlich ist es dann ja so, wenn man sich damit beschäftigt, dass gerade diese alten Radebeuler-Ausgaben zum Teil tatsächlich nochmal umgeschrieben worden sind. Also diese Motivik hatte er ja schon drin. Da hat man aber noch einen draufgesetzt, damit es halt alles noch ein bisschen christlicher wird. Und diese natürlich heute sehr kritisch zu bewertenden edlen Wilden, die da ja auftauchten, alles bitte in Anführungsstrichen verstehen, die ja auch im Grunde genommen eigentlich so ein Relikt unserer Kolonialzeit in Europa sind, die mussten ja nicht nur edel und gut sein, sondern im Grunde genommen auch christlicher als die Christen, die sie dann erobert und getötet haben. Das war ja schon auch nochmal wichtig, dass man das da rein transportiert. Das heißt, das war so mit 13 und 14. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist aber alte Literatur, ist ja auch erledigt. Und das zweite Mal, wo mir das aufgefallen ist, und Herr der Ringe, Motivik, also ich habe ja Tolkien auch viel gelesen, war dann tatsächlich bei den Herr der Ringe Kinofilmen, also bei den ersten von Jackson, also nicht der Animationsfilm. Und die Debatte
Debatte, die es dann damals darum gab, dass die Orks im Wesentlichen von Maoris gespielt worden sind und man da darüber philosophiert hat, ob das jetzt absichtlich gewesen ist, ob man da die Einwohner, die indigenen Einwohner Neuseelands abwerten wollte, als die Bösewichte darstellen wollten. Das war so eine Diskussion, die ich am Anfang gar nicht verstanden habe und gedacht habe, was ist das denn für ein Unsinn? Das Wort Woke, da gab es damals noch nicht. Sonst wäre es mir wahrscheinlich auch einmal durchs Hirn geschossen. Ich habe mich da auch da wieder ein bisschen eingelesen, habe gedacht, okay, die Kritik kann man durchaus verstehen, wenn man sich dann damit beschäftigt. Und vielleicht war das dann doch nicht so cool, das so zu besetzen. Und jetzt kann man sagen, gut, das war eine Produktion. Vielleicht hatten sie auch keine anderen, die da die Stuntmen gespielt haben, blalala, alles hin. Aber die Problemsituation zu verstehen und sich da einmal einzudenken, zu sagen, okay, das muss man zumindest mal reflektieren, was da passiert. Das war so der zweite Moment. Und ab da bin ich dann, glaube ich, abgebogen. Und ich dann warst du verloren. Ab da war ich, wie viele Leute ja sagen, Betreiber eines linksidentitären Podcasts. Sehe ja, ich mich geht, jetzt nicht so, aber gut, wenn es mir nachgesagt wird. Ganz schnell, Leute, es geht ganz schnell. Und schnell biegst du dann ab. Da mag ich mal ganz kurz einwerfen. Ich hatte ein seltsames Erlebnis, als ich meiner Tochter, damals noch kleiner war, gedacht habe, jetzt lese ich mal Kinder aus Bullabü vor. Das hat jetzt gar nichts so sehr mit Rassismus und sonstigen Themen zu tun, sondern einfach nur mit, oh Gott, ist das alter Kack. Ich lese das und stelle während des Lesens fest, was machen die da mit dem kleinen Kind? Die setzen das irgendwie in einen Korb oder hängen es an irgendein Seil und ziehen es dann aus dem zweiten Stock rauf und runter und die schreit dauernd und alle lachen. Ich dachte mir, sag mal, was? Bitte? So wie bei Tom und Jerry früher. Ja, wenn der Kater dann da so anfängt zu blättern und sagt, ja, ich konnte es gar nicht fassen. Und da ist mir dann aufgefallen, Moment, stopp. Nicht alt, immer gleich gut. Warte mal. Und dann habe ich wirklich angefangen, mir die Sachen sehr genau, was ich hätte natürlich schon vorher machen müssen, aber da habe ich es halt gerafft erstmal. Ich brauchte immer ein bisschen. Und dann, als ich dann meiner Tochter die Augsburger Puppenkiste Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer zeigen wollte, habe ich mir das vorher nochmal angeguckt, obwohl ich das natürlich geliebt habe. Habe mir gedacht, N-Wort? Und habe dann wirklich das Ding genommen, von der DVD gerippt und habe einfach gnadenlos, da werden jetzt, ich mal schauen, wer jetzt hier Zensur schreit, ich habe das rausgeschnitten und festgestellt, das ist überhaupt kein Problem, da einfach auf die nächste Close zu gehen und dann funktioniert das exakt genauso. Es macht überhaupt keinen inhaltlichen Unterschied, ob dieses fucking Wort verwendet wird oder nicht. Und das war für mich wirklich ein Augenöffner. Ich weiß, ich bin aber auch wirklich da sehr naiv gewesen und dann gemerkt, aha, ja, ist doch wunderbar. Was steht hier? Boah, Astrid Lindgren schlecht machen. Ich hoffe, das war ironisch. Aber ja, so ist es gemeint. Das fand ich einfach, das fand ich nicht in Ordnung. Das ist auch nach heutigem Stand überflüssig. War es damals schon überflüssig, war damals schon falsch. Damals fehlte aber das Gefühl dafür. Ich habe es jetzt und ich nehme mir heraus, meiner Tochter Sachen so zu zeigen, dass ich finde, sie lernt nicht Worte, ausgerechnet von Dingen, die ich ihr vorlege, die meiner Meinung nach wunderbar aus dem heutigen Sprachgebrauch entfernt werden können. Und ich will das gerade einmal einführen, weil ja so eins der vielen Sätze, die dann so kommen, ist ja, man kann das ja mit dem Kind dann besprechen. Ja, also weil das muss ja nicht alles umgeschrieben werden, wo ich dann immer denke, ja, also ich bin selber ja kinderlos, wie ja die allermeisten wissen, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich ein Kind zum Einschlafen bringen wollen würde, was völlig überdreht ist und lese dem dann das vor und komme an die Stelle und lese dann dieses Wort von sagt, Moment, bevor du jetzt einschläfst, lass uns bitte noch mal ganz kurz darüber reflektieren. Genau. Und zwar möchte ich dir jetzt erstmal die nächste halbe Stunde alles über dieses Wort erklären. Funktioniert prima. Ja, aber dann kannst du überhaupt keine Kinderbücher vorlesen, weil das hast du immer. Nein, das stimmt eben nicht. Es kommt auf die Situation an. Genau. Also abends beim Einschlafen ist eine andere Situation als in der Schule, wenn du darüber sprichst, wie Kinderliteratur sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Also die Idee, das N-Wort in Pippi Langstrumpf abends vom Einschlafen zu diskutieren, ist halt blöd, du kannst halt einfach weglassen. Ja, das kann einfach der Südseekapitän gewesen sein. Würde mich tatsächlich die Buchinfluencerinnenhaltung dazu interessieren, Carla. Was ist denn deine Haltung jetzt zum Beispiel zum Endkönig in Lindgren und ähnlichen Dingen, wo ich jetzt sagen würde, lass den Scheiß doch einfach weg, das macht das Buch nicht schlechter. Was sagst du denn dazu? Genau, also es gibt natürlich sehr viele, die in dem Moment schon Zensur schreien, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, wie mit Literatur normalerweise umgegangen wird. Es gibt immer, wenn Bücher neu veröffentlicht werden, das heißt, die es vorher schon mal gab, oder sie werden neu übersetzt, also allein schon bei der Übersetzung wird ja ein Buch verändert.
Also die Sprache wird verändert, wenn es übersetzt wird. Auch da werden bestimmte Begriffe schon rausgenommen. Wir suchen Alternativen. Wir bleiben zwar möglichst nah natürlich dran, aber es wird ja auch nicht eins zu eins übernommen und es ist auch keine Zensur. Das ist ein ganz, ganz normaler Vorgang in der Literatur. Mhm. Ähnlich ist es auch bei einer Neuveröffentlichung, dass man guckt, entspricht es noch dem heutigen Stand? Wie kann man den Inhalt vielleicht so auch ein bisschen anpassen? Ich meine, wir verwenden ja auch keine Frakturschrift mehr. Dass es irgendwie, ja, naja, ist ja so. Dass es sozusagen heute gut verständlich ist, dass der Inhalt ein bisschen modernisiert wird. Und deswegen Wörter wegzulassen und der Inhalt bleibt gleich, ist überhaupt kein Problem. Das hat auch mit Zensur gar nichts zu tun. Und dann ist ja die Frage, wo geht das? Also in diesem Fall würde es zum Beispiel, wie du eben sagst, problemlos gehen. Natürlich bei Karl May weiß man nicht, wo man anfangen soll. Also da würde es tatsächlich ja komplett, da bleibt nicht mehr viel übrig, ja, wenn man alles herausnimmt. Oder was Huckleberry Finn, vor allem in dieser sehr werkgetreuen Übersetzung, die ja auch das Sprachidiom von Huckleberry Finn übersetzt, also dass der wirklich quasi Dialekt spricht. Und wo der Jim, also der Sklave, auch über sich eben das N-Wort verwendet, was man jetzt in Amerika jetzt als Sklave, glaube ich, verwendet. Ja, sie haben es durch Sklave ersetzt. Ja. Was ist, passt doch. Also ich glaube, und da muss man ja sagen, wir, die uns als kreativ schimpfen, sollten dort auch als allererstes sagen, da ist ein Problem. Warum finden wir nicht, wie sonst überall auch, wenn wir eben mit dem Korrektorat arbeiten, mit dem Lektorat arbeiten, mit anderen kreativen Projekten arbeiten, warum finden wir nicht einfach Alternativen, die mindestens genauso gut funktionieren, ohne dass, dass wir uns lustig machen, dass wir diskriminieren, dass wir eben einfach geschichtlich brutale Ereignisse triggern bei Menschen, die auch Kultur genießen wollen. Und das ist ja alles machbar. Also dafür, das ist völlig selbstverständlich und da wird Nora kann das ja vielleicht auch aus dem literarischen Prozess eines Romanschreibens nochmal erzählen. Aber dass man, wenn man an einer Stelle nicht weiß, okay, wie komme ich mit dem Satz weiter, wie komme ich mit dem Wort weiter, das mit der Handlung klappt nicht, ich brauche da irgendwie einen anderen Dreh, dass man da eine Alternative findet, ist völlig normal. Und deswegen auch, wer jetzt modern schreibt, hoffe ich, hat da andere Ansprüche. Mhm. Aber mit der alten Literatur muss man sich eben genau ansehen, reicht es sozusagen, dass wir einfach das neu übersetzen, das vielleicht sozusagen der Gegenwart ein bisschen anpassen oder betrifft es dann doch die ganze Handlung? Und Ich möchte da anknüpfen, unbedingt, wenn ich darf. Unbedingt. Ja, ich habe so viele Gedanken dazu. Und bitte. Es wurden schon so gute Sachen gesagt, finde ich auch genau zu einer und so. Ich fand erstmal spannend, was du gemacht hast, Tommy. Ich meine, das ist jetzt, was du einfach als Elternteil entschieden hast, ist, dass du in deiner Verantwortung als Elternteil eine literaturkritische Einordnung vornimmst. Das ist ja so eigentlich das Ideabild, dass man sagt, ja, die Eltern besprechen das dann mit ihren Kindern und so etwas. Mhm. Ich glaube, was bei diesen Diskussionen sehr, sehr wichtig ist, ich denke schon, dass es einen Bildungsraum gibt, wo das erörtert werden kann. Also auch Stichwort nicht ignorieren, dass es die Sachen gegeben hat. Aber dann muss es auf jeden Fall eine entsprechende Altersklasse sein. Wo ich es total verfehlt finde, ist gerade so etwas wie Lindgren zu nehmen und Ähnliches für eine sehr junge Zielgruppe und es dann letztendlich doch in der Praxis halt sehr unkritisch und für die Nostalgie zu lesen. Ne? Und wer wird dann auch nicht in den Blick genommen? Ich finde, das ist ganz wichtig. Wir denken irgendwie in Deutschland dann meistens nur mit dem Fokus auf weiße Kinder. Was ist dann zum Beispiel mit nicht weißen Kindern, die das ganz direkt betrifft? Ja. Und da wollte ich zum Beispiel eine Episode erzählen, weil da kann ich eine direkt aus meiner Familie erzählen. Also ich komme aus einer deutsch-marokkanischen Familie. Der marokkanische Teil meiner Familie ist so eine Mischung von schwarzen und braunen Menschen. Und es war dann zum Beispiel auch so, dass als ich im Kindergarten war mit meinen Geschwistern, also die teils noch viel dunkler sind als ich, dass wir einfach genau das erlebt haben, dass diese Literatur unkritisch gelesen wurde und was ist das Szenario, auf das es hinauskommt. Andere Kinder, meistens auch weiße Kinder im Kindergarten, adaptieren dann diese Worte, haben uns mit diesen Worten beschimpft und so etwas. Eines der frühesten Erlebnisse meiner Schwester ist, wie sie in die Kirche gegangen ist und ein anderes Kind ihr gesagt hat, du kannst hier nicht rein, ein Wort dürfen nicht in die Kirche. Und jetzt weiß man natürlich nicht genau, das kann auch für den Eltern natürlich gekommen sein und so. Aber es geht auch so um eine gewisse Atmosphäre, die auch normalisiert wird. Ne? Und dann gibt es auch keine Hilfe von den Kindergärtern und so etwas. Ne? Also ihr versteht, was ich sagen möchte. Ja. Und ich denke auch zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen,
wie übersetzt man das zum Beispiel, was Carla gesagt hat, dann glaube ich, ist zum Beispiel auch ganz wichtig, in die Konversation mit halt eben nicht weißen Übersetzenden halt zu gehen, weil die haben natürlich super viele Gedanken dazu. Es gibt ganz viele historische wichtige Texte auch, schauen wir uns Reden von Martin Luther King oder noch einige andere, wo natürlich auch rassistische, teils reclaimte Sprache vorkommt und wo sich super viele Gedanken gemacht werden. Erhalten wir das? Wie übersetzen wir das? Und ich glaube da einfach, dass dann auch die gemeinsame Konversation das ist, was wichtiger wird in den nächsten Jahren, einfach zu normalisieren, dass halt nicht mehr weiße Deutsche untereinander diese Themen besprechen, wenn es jetzt um rassistische Literatur geht, sondern natürlich auch nicht weiße Schreibende, Übersetzende und so weiter, die halt auch mitzunehmen und einfach zu fragen, wie können wir das machen zusammen? Weil ich denke, dass das sehr fruchtbar ist und eigentlich ist auch sehr naheliegend, aber ja, wir müssen halt noch hin. Möchte man meinen. Ja. Dazu muss ich einfach, weil mich das so aufwühlt, also ich finde, mir fehlen da auf eine Art die Worte, weil ich hab das nie erlebt als weißer früher blonder Junge. Auch nur ansatzweise irgendwas in der Richtung. Das Einzige, woran ich mich mal erinnern konnte, war, dass ab und zu Leute gedacht haben, ich wäre Italiener, warum auch immer, und mich dann deswegen dachten, beschimpfen zu müssen, als ich bei ihnen Zeitungen ausgetragen habe, dass ich den anderen Kindern die Arbeit wegnehmen würde, ich Gastarbeiter. Und das hat mich total schockiert und total aus der Bahn geworfen. Und dann zu jetzt immer mehr zu begreifen, dass das für manche Menschen Normalität ist, das betrifft mich wirklich furchtbar. Ich finde das... Ja, also dann muss ich mehrfach durchschnaufen. Es tut mir sehr leid und in der Seele weh, dass du und ihr und viele andere Menschen das erleben müssen. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja, das stimmt. Aber wir können ja jetzt natürlich auch Literatur mitgestalten. Und ich finde halt eben eigentlich die Frage, ja, darf man das noch lesen? Ich finde das gar nicht so interessant. Ich finde viel interessanter zu fragen, was können wir Neues auch lesen, wo dann vielleicht mehr Leute auch inkludiert sind und mehr verschiedene Stimmen beteiligen und ein bisschen den Blickwinkel auch verändern. Mhm. Ja, absolut. Ja, das ist halt auch die Frage. Natürlich, man darf, also Zensur finden wir, glaube ich, alle scheiße. Definitiv. Natürlich darf man, aber es wird dann auch immer so getan, als ob es in Deutschland einfach nur 10 Kinderbücher gibt und wir jetzt bei 8 sagen, das geht nicht mehr. Aber es ist ja, der Markt explodiert ja gerade wirklich vor wortwörtlich fantastischer Literatur für Kinder und Jugendliche, die viel, 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 viel weiter ist. Und wo ich mir immer denke, ja, also ich habe mich doch als Mensch, seit ich ein Kind bin, auch weiterentwickelt. Und die Gesellschaft so sehr, habe ich nicht einfach Bock, da Neues zu entdecken und mit meinem Kind zusammen auch. Und wir sehen ja auch bei der aktuellen Diskussion um Ariel, was für ein Gral das irgendwie ist, so diese Kindheitserinnerungen von Menschen, wenn man daran rüttelt und sie das irgendwie hergeben müssen und auch feststellen, dass das ist sozusagen veränderbar oder vielleicht hat man damals alles glorifiziert und merkt jetzt, oh, hätte ich vielleicht mal ein bisschen eher dran denken müssen. Und dieses, also ganz oft kommt dann, hat uns doch nicht geschadet. Oh, das haben wir, schon oft hier auch in psychologischen Diskussionen gehabt. Das hat mir doch nicht geschadet, wo man dann sagen muss, wenn du das sagst, vielleicht schon. Offensichtlich schon. Ja. Also wenn ich jetzt nicht bereit bin zu reflektieren und das Problem ist ja gar nicht mal, dass man es als Kind gelesen hat, sondern dass ich diese Muster und die Strukturen dann so verinnerlicht habe, dass ich sie weitergebe. Dass ich täglich eben die ganzen Schubladen, die mir dann durch diese Kinder- und Jugendbücher und dann auch Erwachsenenbücher sozusagen ins Gehirn und ins Herz geflossen sind, dass ich die weitergebe. Und es gibt einen Trick, den ich oft mit mir mache, wenn ich einen Roman lese und es ist da eben von gewissen Hauptdarstellern die Rede. Wann denke ich darüber nach, dass die nicht weiß sein könnten? Das Gedankenexperiment gibt es ja in mehreren Versionen, wie mehrere, 5 Sozialarbeiter stehen am Bahnsteig. Eine der Frauen trägt einen Mantel. Und dann stellst du fest, dass du beim ersten Satz einfach nur stillschweigend angenommen hast, es sind natürlich 5 Männer. Genau. Ja. Und das ist eben auch natürlich mit der Hautfarbe, mit der Herkunft, mit ganz vielen Schubladen, die wir haben. Ich habe die jeden Tag und stelle immer wieder fest, wie arg wie groß die bei mir sind. Und das kommt ja irgendwo her.
Und es kommt eben auch dadurch, wie ich in der Kindheit und in der Jugend sozialisiert bin. Aber gute Nachricht, man kann da echt sozusagen aus dieser heilen Welt raus, man kann daran arbeiten. Aber eben diesen Satz, diese heile, vermeintlich heile Karl May oder Astrid Lindgren-Welt, die ist eben nur für uns heil gewesen. Mhm. Und eben. Für die anderen nicht. Und das wirkt bis heute, dass wir damit sozusagen eine Ausgrenzung schaffen. Und das sieht man super jetzt an diesem Beispiel von Ariel. Auch wenn man sich da die Kommentare unter den Videos und Artikeln durchliest, dann wird einem ganz, ganz, ganz elend. Also von daher hoffe ich, dass einfach die nächsten 5 bis 10 Jahre alle HeldInnen wirklich so divers wie möglich sind, einfach nur, um diese Leute so richtig abzufacken und zu zeigen, was bei dem Gedanken was hatte wir ich mich auch schon verpasst haben. Bei dem Gedanken habe ich mich auch schon erwischt. Bevor wir jetzt zu dieser zu diesem riesigen Ding kommen, Mayri, was du da beizutragen hast mit deinem Video. Sag's doch einfach, Video. Alexa hat es gleich neben mir. Ja, Alexa, schnell wie mir. Achso, Alexa, entschuldige. Meldet sich. Entschuldigung, ich bin mit 2 Kameras und dem Chat und meinem Kaninchenhirn überfordert. Ja, Alexa, und also nach Alexa kommt dann aber sowas von der Holm. Und bitte. Ja, Carla hat es eigentlich schon wunderbar beschrieben. Das große Problem in dieser Diskussion ist, dass so viele Menschen genau diese Dinge, über die so emotional diskutiert wird, als sinnstiftend verstehen. Also diese schönen Kindheitserinnerungen, die man damit verbindet, sind erstmal so eine Hürde, die man nehmen muss, bevor man sich darüber im Klaren oder darüber klar werden kann, dass da ein Problem dahinter stecken könnte. Und da geht's mir halt persönlich auch so. Also ich bin mit diesen ganzen Sachen aufgewachsen, mit der kleinen Hexe, Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, so, diese ganzen Sachen, die man heute zumindest so in der Form nicht mehr veröffentlichen würde. Und nur ein Beispiel, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der Vorgang selber furchtbar ist und man ihn nicht in Kinderbüchern darstellen sollte. Es gibt in der kleinen Hexe eine Beschreibung, wo es heißt, dass die Kinder ordentlich durchgewichst wurden. Und jetzt macht mal alle euer Kopfkino an und überlegt mal, das Bild, das entsteht, wenn da Kinder durchgewichst werden. Was heißt das? Also das Wort wichsen kann polieren heißen, es kann masturbieren heißen oder verprügeln heißen. In dem Fall war es, die Kinder wurden ordentlich verhauen. So hat man das hinterher dann auch ersetzt, was natürlich immer noch den Vorgang, in einem Kinderbuch zu schreiben, dass Kinder verhauen werden, nicht besser macht. Das zeigt aber, dass wir nicht unbedingt diese Kinderbücher als sinnstiftend betrachten müssen. Wir können anerkennen, dass wir da vielleicht schöne Erinnerungen dran haben, wobei wir uns dann auch mal damit auseinandersetzen sollten, ob das alles wirklich so schön war oder ob wir das nur verklären in unserer Erinnerung. Wir haben aber, und Carla, du hast es ja auch schon gesagt, einfach Alternativen genug. Wir brauchen das alles nicht. Also wir können natürlich sagen, das hat es gegeben, das ist wichtig, dass wir das anerkennen. Aber es gibt so viel Besseres heute. Wir müssen uns nicht auf diese angeblichen Klassiker berufen, um unseren Kindern irgendwie eine gute Nachtgeschichte vorzulesen. Mhm. Aber es kann auch okay sein, das mal irgendwann schön gefunden zu haben. Man muss nur anerkennen, dass das eben auch problematisch sein kann. Absolut. Was soll ich dazu sagen? Außer Holm, ich habe folgende Frage. an dich, Physiker. Gibt es bei dir auch, so wie ich Alexander schon angepiekst habe, irgendeinen Moment, wo du festgestellt hast, das ist ja gar nicht so, wie ich dachte, oder das finde ich jetzt seltsam, fand ich früher nicht? Also in dem Kontext, in dem wir uns heute bewegen? Also da fällt mir jetzt gerade das Thema Karl May auf und ich sehe gerade bei Karl May ich sehe die heile Welt einfach nicht und ich habe die, glaube ich, auch nie gesehen. Also wenn du auf fremden Faden gehst, das Kaffern-Grab, wo also rein aus der Sprache schon, also und auch für einen 13-Jährigen Anfang der 80er Jahre schon ersichtlich war, dass das eben ein Buch aus einer anderen Zeit ist, mit Sichtweisen aus einer anderen Zeit. Und dass man das mit einer gewissen Distanz betrachtet. Also es war sicherlich bei den klassischen Kinderbüchern
wahrscheinlich, ja gut, beim Struwwelpeter, ja klar, ja, der gut, war, okay. oder Wilhelm Busch oder sowas, das war auch ja. damals schon klar aus einer anderen Zeit, ja. Insofern, also ich glaube, so eine gewisse Historizität hast du bei, wenn du nicht nur zeitgenössische Sachen liest, natürlich immer, und das hast du auch gerade bei Kinderbüchern immer. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Vorlesen auch bei modernen Büchern und auch bei modernen Sachbüchern häufig Dinge habe, wo ich dann sage, also da müssen wir mal drüber reden bei Gelegenheit, weil das stimmt einfach nicht, was da drin steht. Bei Sachbüchern, gut, weil du so wahnsinnig viel Dinge weißt, was in dem Fall natürlich anstrengend also ist. Also wir haben ja schon zusammen Piraten einfacher. Gespielt, da gibt's Kinder-Sachbücher über Piraten, da fasst du dir an den Kopf. Also ja, aber das ja, also es ist, wie gesagt, mir begegnet selten ein Buch, wo ich nicht das Gefühl habe, eigentlich müssten wir da nochmal drüber reden. Ja, weil du halt so ein, was ist denn das deutsche Wort dafür eigentlich? Für Nitpicker. Und was ist denn das deutsche Wort? Ich glaube, man merkt, dass Kinder weil du so ein Korinthenkacker bist, nämlich. Ja, okay, gut, von mir aus. Ja. Bist du bestimmt gar nicht. Na doch, bist du schon. Aber ich kann, das kann ich total nachvollziehen. Also ich meine, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass da Dinge drin sind, die ich einfach, ich sage jetzt einfach mal aus einem moralischen Winkel, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also ich einfach nicht gut finde, dass es so da steht, wie es da steht. Genau, Huckleberry Finn hatten wir noch. Ja. Ja, brutale Sprache, aber halt auch brutaler Kontext. Also, genau. Also das, finde ich auch. Ja. Kannst du irgendwie auch nicht nett erzählen, finde ich. Ja. Ich finde, dieser Satz, es hat mir ja nicht geschadet, ist ja auch ein Satz. Oh ja, der kam hier nämlich, der kam hier im Chat noch ein paar Mal, bitte, der Herr Psychologe. Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, ist richtig, mir als weißem Dude schadet der Satz nicht, aber wir erleben ja, haben ja jetzt gerade das Beispiel gehört, das Kirchenbeispiel, ich will es gar nicht wiederholen, es schadet aber eben ja doch, weil damit Dinge transportiert werden und das ist ja etwas, was Menschen nicht verstehen, wenn es darum geht, dass man versuchen sollte nachzuvollziehen, was der Begriff des strukturellen Rassismus bedeutet. Da geht es nicht darum, dass man selber aktiv sich rassistisch verhält, sondern dass man strukturell diese Bilder ja vermittelt bekommt. Und da ist es eben wichtig zu sagen, doch, das schadet. Und es schadet vielleicht nicht dir als weißem Dude, aber es schadet halt Menschen, mit denen du zusammenlebst. Und die Welt ist halt nicht deine eigene vier Wände, sondern du musst mit anderen Menschen interagieren. Und was wir damit ja auch immer ausblenden, das werden wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal besprechen, ist halt die Kolonialzeit, die wir selber als Deutsche in Teilen hatten, da waren andere Länder erfolgreicher, traurigerweise, was dieses Thema angeht. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was da immer mit transportiert wird, wenn wir diese Sachen weiter tradieren. Und das schadet sehr wohl, das schadet bis heute. Und die Menschen, die darunter gelitten haben, leiden da bis heute darüber. Und die haben eben nicht diesen historischen Ansatz zu sagen, wenn Mama mir das vorgelesen hat, war es schön, nein. Sondern die sagen ja, genau. Und am nächsten Tag sind die Kinder auf die Straße gegangen, auf den Spielplatz gegangen und haben mich rassistisch beschimpft. Und dann ist es eben doch sehr schädlich und deswegen sollte man Alternativen finden. Deswegen diesen Satz, es hat mir nicht geschadet, kann auch nur jemand sagen, der nie Opfer von Rassismus oder Ausgrenzung geworden ist. Der kann das von sich behaupten, ist aber dann muss er für sich aber auch akzeptieren, dass er dafür ist, dass wir diesen strukturellen Rassismus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag immer weiter mit uns allen herumtragen. Finde ich nicht gut, ich möchte es nicht. Ich auch nicht. Und Mairi, dein lieber Gatte, wie viele Leute hat er denn schon gelöscht unter dem ominösen YouTube-Video? Weißt du das zufällig? Also wirklich geblockt und gelöscht, glaube ich, mindestens 50. Also die wirklich so weit ausfällig wurden, dass er meinte dann, irgendwann wird die Lunte auch immer kürzer. Ne? Am Anfang hat er nur Leute, die wirklich extrem geworden sind, geblockt. Irgendwann war es dann halt alle, die für irgendjemand beleidigt geworden sind. Und irgendwann jetzt einfach nur Leute, die Punkt, Punkt, Punkt geschrieben haben, man wird dann auch dünnhäutig. Aber magst du mal bitte für uns alle und den Chat erzählen, was hast du denn da Horrendes gemacht, dass sich so viele Menschen beschwert haben? Wir haben ein Video gemacht, in dem ich eigentlich nur da sitze und sage, ey, es gibt eine Serie, die, ihr habt es vermutlich mitbekommen, zu Der Herr der Ringe, Rings of Power.
Dann habe ich gesagt, sie kommt nicht bei allen gut an. Mich hat sie auch noch nicht gefesselt. Und wir reden heute mal vor allen Dingen über die Kritik darüber. Und habe dann gesagt, es gibt durchaus eine Menge Dinge, die man dran kritisieren kann. Wie zum Beispiel, dass da aus 4 Seiten Anhang zum Herrn der Ringe eine ganze Serie mit mehreren Staffeln gemacht wird, weil die rechte Lage so bescheuert ist, dass man nur den Herrn der Ringe und den Hobbit verfilmen darf, aber nichts aus dem Silmarillion oder allen oder den 12 anderen Büchern, die Christopher Tolkien aus den vergessenen Briefen in der Kiste unterm Bett seines Vaters noch veröffentlicht hat. Und oder man kann sagen, ja, es ist halt wie alles Fanfiction und die Dramaturgie ist nicht rund oder sonst irgendetwas. Das kann man alles kritisieren, aber ist voll, auch vollkommen in Ordnung. Aber es gibt Leute, die es halt in erster Linie kritisieren, weil sie sagen, da ist ein dunkelhäutiger Elf. Da sind People of Color in dieser Serie. Und das geht nicht, weil Tolkien das nicht erwähnt hat in der Form, glaube ich, als jemand, der die Filme gesehen hat. Das ist, um es mal zu umschreiben. Was mehr oder weniger das Einzige, was ich gesagt habe in dem Video ist, wenn das euer Kritikpunkt ist, dann setzt euch einfach mal mit diesem Gedanken hin und versucht rauszufinden, warum das so ist. Weil ich würde unterstellen, und ich werde einfach mal auch in Richtung Alexander schauen, ob ich da irgendwie weit fehlliege, dass viele Leute fühlen etwas und dann suchen sie die Begründung dafür, warum sie es fühlen. Und die Begründung muss natürlich logisch sein und Sinn ergeben. Und dann ist sie zum Beispiel, ja, das ist halt über Tolkien. Oder wenn wir jetzt alles irgendwie Race-Band machen, dann gibt es demnächst Personen, die müssen wir jetzt Malcolm X mit dem Weißen besetzen. Ah. Was das Neueste ist, was ich irgendwo gesehen habe. Und also, ne, dann werden irgendwie Argumentationen aufgebaut, um zu begründen, dass man dieses Gefühl hat, dass das nicht stimmt. Und ich habe gesagt, setzt euch einfach nur mit diesem Gefühl mal hin und versucht rauszufinden, wo kommt das denn tatsächlich her? Und vor allen Dingen, lasst euch nicht vor den Karren spannen von Ultrarechten und von Trollfabriken, die diese Argumente benutzen, die Popkultur nehmen und sie benutzen, um ihre Talking Points nach vorne zu bringen. Und wenn ihr die aus welchem Grund auch immer wiederholt oder verstärkt und für die Echo darstellt, gebt ihr denen recht. Und das war offensichtlich ein Staatsverbrechen. Dieses zugegeben, also alle in den meisten Fällen sehr ruhige und sehr freundlich formulierte Video. Ja. Und ja, also die Beschimpfungen sind weitläufig. Und also erstens habe ich Tolkien nicht verstanden und zweitens ist Tolkien heilig. Und drittens, wenn das so ist, wo fängt man dann an? Und viertens, ich bin auf jeden Fall von Amazon bezahlt und ich habe behauptet, dass alle Leute, die die Serie nicht gut finden, Rassisten sind. So, das ist passiert. Das habe ich ganz oft gelesen. Also ganz oft, gerade unter den, in dem Unkenpfuhl, der Facebook geworden ist oder vielleicht auch immer schon war. Vielleicht habe ich auch da erst zu spät gerafft, was eigentlich los ist. So unter so Herr der Ringe-Fan-Dingsen, denen ich und Gruppen und so weiter, denen ich Teil bin, lese ich dann immer, ja, man gilt hier ja gleich als Rassist, aber warum hat denn die Zwergin keinen Bart? Ne? Und sowas. Und das, ich kann da nur noch den Kopf schütteln. Am Anfang habe ich noch kurz über der Tastatur gehavert und gedacht, schreibe ich was? Mittlerweile schaue ich einfach nur, wer ist es? Was ist auf deinem Profil? Ach, dich kann ich blocken, um Gottes Willen. Naja. Furchtbar. Was da ja passiert, Mari, wenn du den Psychologen schon ansprichst, ist, wir fühlen uns ertappt natürlich. Und das ist unfassbar unangenehm. Und das ist natürlich das Gemeine dabei, dass ich jetzt selbst beim Tolkien gucken, wo in meinem Kopf, wenn ich diese 4 Seiten Anhang gelesen habe und mir meine eigene Fanfiction zusammengeschrieben hat, halt alle bitte schön auch weiß sind. Ja, und die Elfen alle mit langen blonden Haaren und nicht anders auszusehen haben, weil das ist ja so, habe ich es mir vorgestellt. Die Noldor sind kanonisch alle dunkelhaarig, bis auf die wenigen, die es nicht sind. Aber ja, komm jetzt hier nicht mit Fakten. Mein Kopf ist ja die Wahrheit und das, was da drin stattfindet. Alles in Anführungsstrichen gesprochen. Und dann fühlt man sich da natürlich ertappt und dann muss man sich damit auseinandersetzen, warum man sich ertappt fühlt. Und dann stellt man fest, um Gottes Willen, ist das vielleicht dieser strukturelle Rassismus, von dem alle sprechen? Um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Und dann beginnt so der Versuch, etwas zu versachlichen in der Argumentation. Also das ist ja, und das ist dann ja ausziseliert. Also die einen versuchen es unter dem historischen Aspekt und merken gar nicht, dass sie da so genau in diese Kolonialzeit hineinstechen, wenn sie dann plötzlich so argumentieren, dass das ja nur alles Weiße sein könnten, weil man denkt, ja, mach dir mal Gedanken, warum du genau dieses Bild jetzt als historisches Bild der Welt vor Augen
hast. Und dann fühlst du dich ja auch wieder ertappt. Und bei Ariel fand ich das Abstruseste tatsächlich, mal abgesehen davon, dass die ja dänisch ist und in Dänemark sehen ja auch alle Menschen besonders aus, nicht wissen, dass das eine Seefahrernation war und dass es auch da schon immer eine große kulturelle Durchmischung gegeben hat in Dänemark, das mal am Rande. Aber das Abstruseste waren tatsächlich Leute, die dann argumentiert haben, naja, wenn wir uns mal anschauen, das Sonnenlicht, oh ja, was also durch das Wasser dringt, da ist ja gar nicht mehr genug, was die Pigmentierung von menschlicher Haut, wo man sich denkt, hä? Also die dann versuchen tatsächlich irgendwann ihren strukturellen Rassismus noch durch irgendwelche quasi pseudowissenschaftlichen Argumentationen aufrechtzuerhalten, wo ja, ich immer nur denke, die singt unglaublich gut, die Schauspielerin, die sieht sehr unter hübsch Wasser aus, prima, unter Wasser, das mal dahingestellt, oh, aber die Schauspielerin kann offensichtlich ja fantastisch singen nach den Ausschnitten, die man gesehen hat, ist eine sehr, sehr schöne Frau, die diese Rolle spielt. Prima, kann man sich doch angucken. Und ich will auch gar nicht so dieses, natürlich diese ganzen Kindervideos, die man jetzt da sieht, Repräsentation ist wichtig, aber das ist schon fast wieder zu weit. Also ich darf das doch nicht akzeptieren, weil das Menschen viel bedeutet, die wir jahrhundertelang unterdrückt haben, sondern ich muss das akzeptieren, weil Menschen halt alle unterschiedlich aussehen. Und wenn das jetzt die Rolle ist, dann ist das jetzt so. Ja. Das muss genügen, da müssen wir hinkommen, da sind wir noch nicht. Und wenn dieser Gedanke, diese Repräsentationsvideos, wo die Kinder plötzlich sagen, sie sieht aus wie ich, das kann doch gar nicht sein. Wenn das die Menschen anstupst, dann ist das hilfreich, aber eigentlich immer noch nicht genug, weil das müssen wir von uns aus ohne solche Videos verstehen. Das hat mich so gerührt, das hat mich so im Herzen gerührt und ich würde ja schon vorher sagen, dass ich so zumindest ein aspirierender Wokist bin, aber das hat mich so gerührt, gerade dieses eine Mädchen, das wirklich gesagt hat, die sieht ja aus wie ich und darob überrascht war. Also mich hat's komplett gerissen. Also ich hatte wirklich nasse Augen und ich hatte vorher aber schon, Mayri, wir kommen gleich wieder zu dir zurück, das war noch lange nicht genug. Ich hatte vor einem Jahr oder so was das angeht, meinen persönlichen Erkenntnismoment. Ihr habt das schon, glaube ich, gesehen, Alexa und Alexander, ich habe das ja schon mehrfach geteilt, wo ein Gamer Miles Morales Spider-Man spielt. Und plötzlich läuft dem die Soße aus dem Gesicht, weil er merkt, er ist gerade repräsentiert. Er und seine ganze Kultur, weil die Figur quasi in dem Game auf die Straße geht. Und auf der Straße ist es so und sagt er, ich bin da aufgewachsen. Das stimmt alles. Und dann wird er so still und dann wird er immer stiller und irgendwann sagt er wirklich nur noch mit nassen Augen, Representation Man. Ja, und du merkst einfach, Wahnsinn, das ist etwas, das hatten wir immer. Mhm. Immer. Bei allem. Das ist nichts, was mir hätte auffallen können, weil es ja immer da war. Und jetzt haben wir da Menschen, denen das zum ersten Mal auffällt oder denen das zum ersten Mal passiert. Und ich gönne es einfach jedem Menschen. Und wir müssen das auch jedem Menschen gönnen. Herrgott, nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Mayri, ich muss nochmal zu dir zurück, ganz kurz. Entschuldige. Du hast also dieses Video rausgebracht und ich habe reingeschaut. Es ist wirklich vorsichtig formuliert. Wirklich vorsichtig formuliert und du hast, finde ich, zu keinem Moment gesagt, Menschen, die finden, dass es die Haarfüße damals noch nicht gegeben hat, sind Rassisten. Überhaupt nicht. Und trotzdem scheint das Menschen so krass getriggert zu haben. Hast du über die Dinge, die wir jetzt schon hinaus gesagt haben, irgendeine weiterführende Erklärung dazu? Oder stehst du nur davor? Ich hoffe nicht, dass ich jemanden wirklich getriggert habe, also so im psychologischen Sinne. Nein, um Gottes Willen. Ich hatte nicht die Absicht, dass irgendwelche Leute mit einer Panikattacke irgendwo zu Hause sitzen. Guter Hinweis, genau. Nein, natürlich nicht. Das versuche ich in der Regel zu meiden. Also ich bin mir relativ sicher, dass es schlicht und einfach in bestimmten Gruppen, Chats oder sowas rumgereicht wurde, das Video mit hier, guck mal, die sagen das und dann schauen Leute sich das Video gar nicht erst an, sondern nur halt eben maximal den Timecode, der verlinkt worden ist und das reicht dann aus. Also es ist nicht, 10 Minuten sind einfach zu lang, offensichtlich als Aufmerksamkeitsspanne oder zu viel verlangt, um sich da tatsächlich mit auseinanderzusetzen. Das will sich damit auch niemand auseinandersetzen, ist ja auch anstrengend, ist ja auch unangenehm. Kann man ja auch tatsächlich was falsch machen oder was Unangenehmes über sich selbst lernen. Das ist etwas, was, sag ich mal, weißen Leuten sehr, sehr leicht fällt, etwas Unangenehmes über sich selbst und seine Vorfahren lernen. Das ist eigentlich unsere leichteste Disziplin und die wir versuchen am meisten zu ignorieren. Weil niemand möchte sich schlecht fühlen wegen dem,
was man ist oder wo man herkommt. Ne? Ja. Und was ich gesagt habe, mit setzt euch hin und überlegt das etwas, das wird dann als Angriff gedeutet, schlicht und einfach. Dabei meine ich das wirklich ernst. Ich finde das durchaus wertvoll, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, woher kommt das? Wie kommt das von den Dingen, die ich gesehen habe? Kommt das von dem, wie meine Eltern mich erzogen haben? Kommt das von dem, was ich aufgenommen habe, Alexander meinte mit strukturellem Rassismus, ich kenne strukturellen Rassismus als der sich in den Strukturen der Gesellschaft findet. Das ist ja eher so ein unbewusster Rassismus oder ein ererbter, ein übernommener Rassismus. Und für mich zum Beispiel hat es auch lange gedauert, bis mir klar geworden ist, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, oh fuck, meine Großeltern waren Nazis. Weil für mich waren das nette Leute, das waren meine Großeltern, die haben sich um mich gekümmert. Meine Oma hat toll gekocht und ich verbinde auch immer noch viel mit dem tollen Kochen meiner Oma, die schon lange verstorben ist. Ne? Aber trotzdem, wenn ich mich daran erinnere, was die gesagt hat über Leute, die nicht aussehen wie ich, bitter. Und ich glaube nicht, jetzt um das zu tedien, dass es mir geschadet hat, mich damit auseinanderzusetzen. Hm. Und das sage ich explizit als jemand mit einer psychologischen Erkrankung, die sich an solchen Gedanken festhält, klammert. Also ich habe eine Zwangsgedankenstörung. Und einer der Aufhänger für mich, eine der Thematiken ist, bin ich ein guter Mensch. Das heißt also, mich kann das wirklich sehr, sehr fertig machen, so etwas. Aber mir hat es nicht geschadet, mich sowas auseinanderzusetzen und auch selber zu lernen, wo ich scheiße bin, wo ich ein Arschloch bin. Und auch zu lernen, nur weil mein Hirn manchmal rassistische Gedanken hat, heißt das nicht, dass ich ein rassistisch handelnder Mensch sein muss. Weil da ein Unterschied dazwischen ist. Dass wenn ich müde und hungrig bin und mir auf der Autobahn jemand irgendwie die Vorfahrt nimmt, eine Stimme in meinem Hinterkopf schreit, natürlich kommt der aus Osteuropa, dieser Laster, ist eine Sache. Solange ich dann osteuropäische Lasterfahrer nicht wegen dieser einen Person anders behandle und das nirgendwo anders hintrage, ist das für 5 Sekunden nur meine Sache. Und jetzt habe ich es leider vor 1200 Leuten gesagt, was mir auch ein bisschen peinlich ist. Das sind ein paar mehr, Mari, ich würde dich jetzt am liebsten knuddeln. So. Aber es ist, wir können nichts dafür, wie unsere Hirne sind. Wir können auch nichts dafür, wie wir aufgezogen worden sind. Aber wofür wir was können, ist, wenn wir sagen, dass wir uns niemals damit auseinandersetzen können. Und ich bin durchaus, dass jemand sagt, ich habe oft nicht die Energie. Es gibt manchmal Dinge, wo ich sage, ich muss das fallen lassen. Ich kann mich gerade mit Veganismus nicht beschäftigen, zum Beispiel, was durchaus ein Thema ist, das mir auch recht wichtig ist. Aber ich schaffe es nicht, mich so zu ernähren oder solche Sachen. Und ich kann nicht alles, auch allein wegen meiner Krankheiten und so etwas. Aber irgendwo kann man immer anfangen, denke ich. Und das noch zu beantworten, weil wir es erlebt haben, also zum Thema Gendern, wo wir mal auch ein Facebook-Posting gemacht haben, wo wir uns auch positioniert haben, ähnlich wie wir, indem wir gesagt haben, wir machen das. Und bei uns geht es ja auch darum, dass wir auf einer Crowdfunding-Basis uns finanzieren in weiten Teilen, wo dann Leute gesagt haben, dann kriegt ihr kein Geld mehr von mir, wo ich gesagt habe, prima, von dir möchte ich auch gar kein Geld haben, wenn du das so bewertest, dann behalt bitte dein Kackgeld. Und da ist es so gewesen, dass ich den Leuten dann irgendwann auf die Schliche gekommen bin, weil das dann tatsächlich, das funktioniert so, dass die ihre geschlossenen Gruppen haben. Das war eine Gruppe, die war nicht geschlossen, wo dann jemand das gelesen hat und der ist dann zu seinen Kumpels und Kumpelinen im Internet gegangen und hat gesagt, hier, die haben was über Gendern geschrieben, da müssen wir jetzt sofort aktiv werden, kommt alle mit. Ja. Und dann sind hat da irgendjemand sein Abo tatsächlich gekündigt oder seinen Dauerauftrag? Bei uns schon. Ja, okay. Also wir haben über Gendern haben wir mehrere Leute verloren, auch Leute, die sehr lange uns unterstützt haben, als wir dazu was gemacht haben. Jetzt bei der Herr-der-Ringe-Diskussion haben wir auch durchaus Leute verloren. Es kommen dann teilweise auch neue dazu. Aber es ist so, als Freiberuflerin ist und bleibt es auch ein Risiko. Und worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass das natürlich organisierte Aktionen sind. Also das heißt, das ist ja nicht eine organische Geschichte, sondern diese Menschen organisieren sich und wollen dann tatsächlich durch... Das hat er auch so geschrieben. Übermacht. Jetzt haben wir damals so richtig stunk gemacht. Damals mache ich schon so. Durch, sagen wir, gefühlte Übermacht, natürlich auch mit Sockenpuppen. Also eine Person kommentiert dann ja auch gerne mit 5 oder 6 Accounts parallel. Wollen sie einschüchtern und wollen ihre politische Agenda durch eine gefühlte Masse verbreiten, was im Internet ja besonders gut geht. Wir haben es dann auch so gemacht, dass wir die Kommentarspalten ausgemacht haben. Eine der Personen war dann relativ einfach zu identifizieren, der Hauptredelsführer.
Und da habe ich mir jetzt nach wie vor vorbehalten, ob ich da mal dem Arbeitgeber, weil das jemand ist, der sich mit Kindern beschäftigt, mal Bescheid gebe. Also es gibt ja auch so Maßgaben wie eine Dienstaufsichtsbeschwerde, wo man mal sagen kann, wissen Sie eigentlich, was dieser Mann, der sich um ihre Kinder kümmert, in seiner Freizeit so treibt? Kann man ja mal machen. Ist nicht das erste Mal, dass ich auf solche Mittel zurückgreife. Und dann werden die plötzlich sehr kleinlaut mit einem Mal. Und dann gibt es lange Entschuldigungsschreiben und dann seien sie ja dyslektisch und könnten das Sternchen so schlecht lesen. Das hätte sie in der Kindheit schon so sehr belastet. Aber warum sie jetzt gerade bei mir oder bei Auxilla so überreagiert, dann könnten sie sich gar nicht erklären, wo ich dann denke, ja, dann fangen jetzt an zu reflektieren. Fangen jetzt an zu reflektieren, warum du als Redelsführer mit Fackeln und Mistgabeln durch das Internet ziehen willst, um etwas, was er ja dann angeblich auch seit Jahren gar nicht mehr gehört hätte. Also er wüsste, eigentlich wüsste er gar nicht, wie wir das mit dem Gendern umsetzen, aber das hätte ihn jetzt in dem Moment so getriggert. Und das ist etwas, mal unabhängig von dem Thema, was wir hier gerade natürlich auf der Metaebene besprechen, ja, auch daran muss man sich gewöhnen, dass es eben, ich sage das jetzt mal, so ein Pack im Internet gibt, was sich einen Spaß daraus macht und Machtfantasien durch solche Aktionen auslebt. Und das ist halt auch widerlich. Und das spiegelt natürlich auch nicht ein gesellschaftliches Bild wider, vielleicht auch in Teilen schon. Aber es ist natürlich schwierig, dass Menschen, die nach draußen gehen, durch sowas eingeschüchtert werden, in ihrer Existenz gefährdet werden. Du hast es gerade schon gesagt, Mairi. Und umso wichtiger ist es aber, dass wir uns, finde ich, und wenn ich jetzt wir sage, jetzt erstmal uns und alle anderen können das für sich stehen, dass wir uns positionieren, weil wir haben eine Stimme, wir können das tun. Uns nehmen Menschen wahr und es nehmen mehr Menschen wahr als die Nachbarschaft. Und deswegen ist das wichtig, dass wir das tun und uns nicht einschüchtern lassen. Und deswegen sollte man sich da positionieren. Definitiv. Das ist meine Lehre aus dem Thema. Ich finde, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, den du da auch aufgreifst, dass leider, also gerade bei diesen großen Medien, durchaus schon auch bei diesen großen Beispielen, die wir besprochen haben, wie die Disney-Remakes und wenn dann dort jetzt solche aufgeheizten Diskussionen geführt werden, Herr der Ringe, noch ein paar andere Beispiele, dass das schon manchmal auch einen politischen Untergrund hat und dass es auch nicht grundlos ist, dass das dann teilweise auch PolitikerInnen kommentieren oder irgendwelche Influencer, Leute wie, hat einen Grund, warum zum Beispiel im US-amerikanischen Raum Leute wie Ben Shapiro all diese Filme kommentieren und das ganz wild tun. Und wenn dann halt ein Medium erhoben wird zu, das ist wichtiges Kulturgut für unsere nationale Identität oder das ist jetzt deutsche Identität oder Herr der Ringe ist wichtig für weiße Kultur, was immer das ist, dann wird das natürlich auch von entsprechenden Parteien umkämpft. Und das ist leider halt auch relevant und ist auch, was mehr gesagt hat, was du meintest, was du freundlich gesagt hast mit dem Video, lasst euch nicht vor den Karren sparen vor solchen Leuten, nur weil sie versuchen, Outrage Culture bei euch zu bedienen, weil etwas anders ist heute. Weil das spielt natürlich durchaus eine Rolle. Und Outrage Culture. Wird dann auch, Outrage Culture übersetzen auch, ganz kurz für die Leute, die den Begriff nicht kennen. Das ist Empörungskultur. Ja, genau. Ja, Empörungskultur, denke ich, kann man gut sagen. Ne? Also gerade im Internet auch sehr relevant, ne? Auch schon gezielt auch Wut erzeugen und damit den Algorithmus natürlich auch bedienen. Ne? Mhm. Also wenn man zum Beispiel auf YouTube manchmal diese Videos sieht, die schon von ihrem Thumbnail schon so aufgemacht sind, wie ja, die Vogue-Agenda kommt und zerstört Herr der Ringe und bald sind alle Elfen transgender. Jetzt hier theoretisches Beispiel. Ne? Also. Sind sie das nicht sowieso? Aber gut. Ja, debattierbar. Tolkien hat nie jemals Sex gehabt. Nein, natürlich nicht. Aber es geht dann darum natürlich, gezielt Wut zu erzeugen, damit dann auch weitergetragen wird. Und manchmal geht es um politische Agenda, manchmal geht es aber auch einfach nur ums Geld natürlich. Also, dass man halt sagt, man springt jetzt als jemand, der Content macht, einfach auf den Zug auf und Hauptsache Wut und Hass verbreiten sich so ein bisschen. Und ist bei Herr der Ringe echt extrem sichtbar, finde ich gerade. Da hätte ich, Holm, und dann habe ich eine Frage an Carla. Was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, aber was mich einfach total befremdet daran, ist überhaupt erstmal sozusagen der Anspruch, da macht jemand ein neues Projekt, was ja an Herr der Ringe angelehnt ist, aber offensichtlich nicht dasselbe ist.
dass dann jemand offensichtlich bemüßigt fühlt, sich als Bewahrer der also egal was jetzt die für den jetzt die wahren Werte von Tolkien sind, die wahren Werte von Tolkien da zu verteidigen, wenn er auf irgendwas losgeht, was eigentlich gar nicht, also was also allenfalls das Thema davon so ein bisschen klaut. Das ist so ein bisschen schön, dass du so ein bisschen überfordert wirst. Wenn jemand meint ein Kinderbuch verteidigen zu müssen, weil die Hauptfigur Winnetou heißt, obwohl die nichts, aber auch gar nichts mit Karl May zu tun hat. Also das, das sozusagen dieses Vereinnahmen von einem ganzen Sujet sozusagen. Das ist was für mich schon irgendwie, also wo ich auch einfach sage, ich verstehe es einfach auch nicht. Also wenn jemand was Neues macht, also wenn jemand anfangen würde, eine Tolkien-Ausgabe umzuschreiben und dann zu sagen, okay, das ist jetzt mein Tolkien, ja, dann kann ich es noch irgendwo nachvollziehen, dass jemand sagt, nee, Moment, also ich lese vielleicht lieber die alte Übersetzung. Aber bei was ganz Neuem, ich verstehe es einfach nicht. Also. Aber Holm, wir haben doch im Bereich der Esoterik schon öfter das Phänomen gehabt, dass rechte Gruppen sich da auch sehr viele gesellschaftliche oder meinetwegen auch kulturelle Bereiche suchen, in denen sie andocken können an möglichst viele Menschen, die sie sonst vielleicht nicht erreichen können. Und ich glaube, zumindest zu einem gewissen Anteil haben wir das Phänomen auch hier, dass das ganz absichtlich strategisch vereinnahmt wird von Leuten, die sich denken, okay, wenn wir darüber uns empören und da die Diskussion anstacheln, dann können wir an eine gewisse Gruppe von Menschen andocken, die wir vielleicht mit der Musik nicht erreichen oder mit esoterischen Kochkursen oder unserem Reichsbürger-Scheiß oder so. Versuchen wir es einfach mal damit. Also das ja, dass es jemand damit versucht, da ist ja gut, aber dass es funktioniert, ist das, was mich wundert. Also hier steht... Naja, ein paar Leute, die dann auf den Zug aufspringen. Adobe Photoshop hat hier einen Beitrag, ich lese wieder viel zu wenig Chat vor, es sind so schöne Sachen dabei, bitte nachher alle den Chat lesen. Er schreibt, ich liebe Holms Verzweiflung an der Irrationalität. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Carla, wir waren vorher bei dem Thema, was ich auch ganz spannend finde, was mir jetzt erst in den Sinn kam und wie schön, dass wir dich da haben. Wie ist es denn so bei Buchpromo mit den Aufregerthemen? Wie ist denn da dein Eindruck, deine Einschätzung? Meinst du, das nützen Verlage tatsächlich in der Form oder machen das nur die Reichels und die Bild-Zeitungs dieser Welt? Also grundsätzlich kam mir jetzt so der Gedanke während eurer Diskussion, wie groß wohl, aber da brauche ich jetzt keine feste Antwort, wie groß wohl so die Schnittmenge ist der Tolkien-Fans und der Elon Musk-Fans. da gibt es einen größeren Zusammenhang. Und das sind auch alles welche, die man sonst eher selten bei literarischen Fachdiskussionen erwischt. Also nee, für die zumindest die deutschen Buchverlage ist das auf keinen Fall ein Marketingzweck. Also das kann ich sagen. Sie haben in vielen Bereichen noch sehr viel aufzuholen. Es gibt immer wieder Bücher und das sehen wir ja jetzt auch entweder Neuveröffentlichungen oder Übersetzungen oder eben die noch im Bestand sind, wo es zu Diskussionen kommt und wo sie sich, hoffe ich, deutlich besser aufstellen. Was einfach auch die Expertise dazu angeht, was wirklich den Umgang mit Diversität und Diskriminierung angeht. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Aber dass sie es absichtlich provozieren, um ein Buch an Rassisten zu verkaufen, wirklich nicht. Nee, das macht der Kopf. Also das ist nicht, um ein Buch an Rassisten zu verkaufen, sondern um in die Schlagzeilen zu kommen. Ja, aber wer will das dann? Also das ist ja die Frage. Ich wüsste von keiner einzigen Kampagne und habe eigentlich einen ganz guten Einblick auch, wie ich es einschätzen kann. Das ist bei den Verlagen auf keinen Fall, weil sie sich da auch massiv schwer tun, schon in der grundsätzlichen Diskussion. Und das stimmt. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Das ist allein schon, wenn ich mir überlege, okay, wie viele AutorInnen kenne ich mit einer nicht weißen Hautfarbe, die klassische Romane schreiben und veröffentlicht bekommen in Deutschland. Fantasy hat sich schon wenigstens minimal was getan, aber auch da ist noch ganz schön Aufholarbeit, was den grundsätzlichen Romanbereich bekommt. Wenn wir Geschichten, die nicht der klassischen deutschen Geschichte entspricht, erzählt bekommen
Und die ist dann, wird jetzt sogar prämiert, die wird veröffentlicht, die bekommt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, heißt es von der Literaturkritik gleich, ach so, ja, weil es so eine Identitätsgeschichte ist. Mhm. Also die wird nicht als gesamtdeutsche Geschichte mit anerkannt, sondern sie wird gleich wieder an den Rand gestellt. Mhm. Da gibt es auch ganz, ganz viele Themen, die wir aufarbeiten müssen, die sich verbessern müssen, aber dass jemand, also das, oder sagen wir mal, demokratische Verlage mit demokratischer Basis, jetzt nicht welche, die eben natürlich von der AfD und Ähnlichen selber gegründet worden sind, dass die das als Marketinginstrument gar verwenden würden, sei es jetzt, um es an eine bestimmte Gruppe zu verkaufen oder um es besser zu verkaufen, das sehe ich zumindest glücklicherweise nicht. Aber ich möchte, oder ich versuche mal eine Art von Widerspruch mit so Kram wie Clemens Awey, diesem, was ist der denn, Holm, außer... Wischiwaschi. Also auf Deutsch würde man eigentlich sagen, er ist Agraringenieur. Also der Abschluss heißt irgendwie anders, aber er nennt sich Biologe. Er hat auch inzwischen vom Europäischen Biologenverband, dass er sich auch Biologe nennen darf. Aber ja, in der Tat, ich wollte gerade sagen, da deckst du den fiktionalen Bereich wahrscheinlich ganz gut ab, aber im Sachbuchbereich würde ich da auch deutlich widersprechen. Ja. Also da ist es durchaus so, dass man sagen kann, dass ein großer Verlag, ich weiß gar nicht, welcher es ist, diversen oder von dieser speziellen Nafsülze halt Bücher rausbringt. Da findest du keinen von den ganz großen Sachbuchverlagen, von den großen Publikumsverlagen mit ihren Sachbuchsparten, die nicht irgendwelche Nafsülzen oder Vertrag haben. Ja, mich zum Beispiel als Obernafsülze. Aber es ist doch dann schon so, dass man sagen kann, die rechnen sich doch dann schon ein gewisses Erregungspotenzial aus, damit dieses Buch gekauft wird. Oder sagen tatsächlich willfährig, naja, kann schon sein, dass ich jetzt da ein Buch von einem Impfkritiker, will ich es mal vorsichtig nennen, verkaufe. Aber das Geld nehmen wir doch. Ah, Tommy, aber das ist doch dann diese alte Debatte von Meinungspluralismus und dann False Balance. Wir bilden die Gesellschaft ab. Genau, man muss ja auch allen mal zuhören. Das sind ja genau diese Argumente, die dann wieder greifen. Und im schlimmsten Fall, wie bei Däniken, werden ja auch nur Fragen gestellt, nicht? Also ist ja noch nicht. Ja. Aber also ich glaube, da ist bei den Sachbuchverlagen habe ich schon ganz deutlich den Eindruck, dass Geld einfach nicht stinkt. Also ja, gut. Gott sei Dank sprechen wir heute ausschließlich über Belletristik. Und wir haben mit Filmen noch gar nicht erst angefangen. Na gut, Mari, du hast immerhin schon mal über eine Serie gesprochen, aber... Darf ich zum Herrn der Ring noch eine Sache sagen, weil mir die noch ganz wichtig ist, ganz kurz, ja. Dass wir natürlich auch vor einer Situation stehen, und da müssen wir einmal in die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, dass wir eine Bewegung haben, die White Supremacy pushen wollte. Entschuldigung. Na, das ist super, Alexander, ganz toll. Und das ist natürlich etwas, dass wir diese, was hier so in Deutschland, so, das ist ja auch unglaublich dumm, ich muss auch mal sagen, jeder, der mich als Vogue bezeichnet, den finde ich, ehrlich gesagt, das darf man nicht machen, weil es ableistisch ist. Ich weiß es, ich mache es trotzdem, das sind dumme Menschen, die sagen, nur weil du jetzt nicht ausrastest, dass Ariel schwarz ist, bist du Vogue, sondern das ist ja eine Agenda, und wir erleben das Europa, also weltweit in den Demokratien erleben wir so eine Agenda, die aus Amerika rüberschwappt. Und früher haben wir das mal ganz toll gefunden, dass wir alles das übernehmen, was aus Amerika kommt. Das war mal ganz toll. Jetzt inzwischen muss man sagen, die White Supremacy müssen wir nicht übernehmen, die in den Vereinigten Staaten geprägt wird. Und das ist natürlich das, was Hollywood, was das, ich weiß nicht, ob man das Bildungsbürgertum oder das kulturelle Bürgertum in den Vereinigten Staaten macht, nämlich genau auf diese Problematiken hinzuweisen, durch Besetzung, durch Geschichten, dass wir nicht binäre Rollen besetzen inzwischen in Serien, was ja auch üblich ist. Einfach um zu sagen, guck mal, die gibt's auch. Guck mal, das ist auch völlig normal, dass es die gibt. Die haben wir vorher noch nie gezeigt oder zeigen können oder wie auch immer. Das unterläuft einer großen, angelegten politischen Agenda in einem Land. Und das ist auch zum Teil gesteuert, klingt so blöd, und ich mache ganz viel über Verschwörungserzählung, aber das ist natürlich gewollt. Man will sich positionieren, das darf gar nicht erst. Das wird auch ganz offen gesagt, dass das eine Strategie ist. Von denen, natürlich. Also das darf also keine gar Verschwörung, erst, sondern ein Plan, eine offene. Ein Plan, um zu sagen, das darf sich gar nicht erst in die Köpfe festsetzen, weil das genau unserer politischen Agenda zuwiderläuft. Und das dafür ist ja, brauchen wir übrigens auch keine Amerikaner. Also da brauchen wir keine amerikanische White Supremacy dafür. Da gab es also schon
Ich wollte gerade sagen, jeglichen amerikanischen Einfluss genug davon bei uns. Wir haben eine gute Tradition. Ja. Aber wir waren jetzt ja gerade beim Herrn der Ringe und Ariel. Das sind ja genau diese Themen. Und dann ist es natürlich auch völliger Unsinn, um das hier auch einmal zu sagen, dieses unsägliche Argument zu sagen, ja, und was ist denn, wenn wir Black Panther plötzlich weiß besetzen würden? Wo man sagt, das war eben genau der Einzige, der mal Repräsentanz gegeben hat in einem Chor von hellhäutigen Superhelden. Da gab es mal zumindest einen. Und genau den darfst du jetzt gerade mal nicht andersrum besetzen, weil das würde eben gerade nicht funktionieren. Der Kernpunkt, wenn ich es dann an dieser Stelle einmal mache, dann haben wir das Thema nämlich abgeschlossen. Also der Kernpunkt dieser Strategie, sich gegen Wokeness und auch gegen die Lehre der Critical Race Theory zu wehren, ist der. Angeblich würde diese Critical Race Theory, die einfach nur besagt, wir gucken mal, wie viel strukturellen Rassismus wir in unserer Gesellschaft haben, damit wir den irgendwann loswerden und tatsächlich, wie in der Verfassung steht, bei uns in den Vereinigten Staaten alle gleich sind. Wie kriegen wir das hin am besten? Jetzt sagen aber die Leute, die da dieses Framing betreiben, zum Beispiel Leute wie Christopher Rufo, der Journalist ist, Aktivist ist unter den Konservativen, die sagen, wir müssen aktiv dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie hören Critical Race Theory, dass sie sofort an was Schlechtes denken, dass sie sofort an Rassismus gegen Weiße denken, dass die denken, wir möchten oder diese Leute möchten, dass die Kinder, die weißen kleinen Kinder, die solche Geschichten lesen, wie zum Beispiel die Biografie von Ruby Bridges, das erste Kind, was nach der Rassentrennung in eine weiße Schule gehen durfte. Dass wir die Geschichten von solchen Menschen eben den Kindern zu lesen geben oder vorlesen und die sich dann nur noch schämen und schlecht fühlen und die Vereinigten Staaten hassen. Also das ist die Agenda, das denken die. Und deshalb haben sich eben Elterngruppen gegründet, die sagen, es darf auf keinen Fall über diesen Rassismus in unserer Gesellschaft gesprochen werden. Wir müssen eben all diese Bücher aus den Bibliotheken verbannen und es werden teilweise Belohnungen ausgesetzt, wenn Leute, also $10,000, wenn du durch eine Bibliothek gehst und du findest ein Buch, was da eigentlich nicht stehen sollte. Dann kannst du sagen, hier, guck mal, ich habe das gefunden, jetzt möchte ich bitte meine $10,000 haben. Boah. Und das ist eine Situation, wo ich mir wirklich Sorgen mache, weil eben aktiv von Trump und Co. und DeSantis und all diesen schrecklichen Leuten, Ted Cruz und wie sie alle heißen, dafür gesorgt wird, dass der Rassismus weiterhin genauso in der Gesellschaft verwurzelt bleibt, wie er ist. Und dass eben die White Supremacy in den nächsten Jahren noch eine absolute Hochzeit erlebt. Das ist deren Plan. Nichts anderes. Ja, und worauf läuft es dann? Dann in Unterhaltungsmedien hinaus oder vielleicht auch generell in Medien, ne? Also einerseits eine Verunsichtbarung von total wichtiger Geschichte und Aufklärung und der Verunsichtbarung von Diskriminierung, aber auch einem Verdrängen halt wirklich von Menschen, die einfach nur existieren. Das ist etwas, was ich mir jetzt oft gedacht habe, wenn so etwas wie allein Promomaterial zu halt eben der neuen Herr der Ringe rausgesehen wird und es nur Wut erzeugt, dass du eine schwarze Hand siehst, das ist eine furchtbare Implikation. Unfassbar. Wirklich. Also, weil es dann darauf hinausläuft, wo ist dann unser Platz? Darum wird auch gestritten. Wo ist unser Platz? Wenn ich jetzt das Herr-der-Ringe-Beispiel bediene, ist unser Platz, wir dürfen vielleicht Ork spielen unter einer Maske, wir dürfen Haradim sein, die Bösen und die Fremden oder vielleicht auch einfach gar nicht da sein. Ich glaube, das wollen ein paar vielleicht auch, einfach gar nicht da sein. Und das ist teilweise eine rechte Agenda, aber ich glaube, das sehr Erschreckende ist auch, sich zu fragen, wie weit reicht es halt eben in die Gesellschaft, weil die ganzen Leute, die dann sagen, oh, das kann doch nicht sein, wieso wird jetzt gesagt, ich bin ein Rassist zum Beispiel oder auch andere Sachen können wir auch fortführen mit Sexist oder auch anderen Themen, da steckt da schon ein Fünkchen Wahrheit drin. Warum bist du jetzt als der normale, nette Bürger auch so wütend? Warum machst du vielleicht mit? Das ist natürlich eine sehr unangenehme Frage, aber eine, die vielleicht erörtern müssen auf Dauer. Ja. Genau, also da wollte ich genau hin an den Punkt. Ne? Es gibt eine Agenda und die wird hineingetragen und holt dann plötzlich
nicht radikalisierte Menschen unter Umständen auch ab, weil sie sich aus welchen Gründen auch immer, genau wie du es beschrieben hast. Und das wird dann ein Riesenproblem, wenn dann Leute umkippen plötzlich. Die Bequemlichkeit scheint mir scheint sich immer mehr rauszukristallisieren jetzt während dieses Gesprächs, dass offensichtlich die Bequemlichkeit oder die Unbeweglichkeit der Menschen, sich selbst zu hinterfragen. Das scheint wohl wirklich ein ganz riesiges Problem zu sein. Das sehen wir auch bei unseren anderen Diskussionen, wo es einfach um Wissenschaftsaufklärung geht, dass offensichtlich die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen und sich selbst kritisch anzuschauen, viel unterentwickelter ist, als ich zu Beginn unseres schönen Talkformats vor 2000 Jahren gedacht hatte. Ungefähr. Ja, aber das ist doch eins der schwersten Dinge, die man tun kann. Also. Das stelle ich jetzt fest, das scheint wohl so zu sein. Mhm. Der Weg des Kappes schreibt... Was machen wir denn jetzt eigentlich heute? Stimmt, wir wollten ja sagen, wie gehen wir damit um, ne? Wir haben bis jetzt nur eine Bestandsaufnahme gemacht und haben schon eine Stunde drauf verdödelt. Was machen wir? Mayri hebt die Hand übrigens drin. Ja, ich lese das jetzt trotzdem vor uns, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich wollte es nur gesagt. Ja, hoffentlich nicht. Was machen wir? Was machen wir mit heute problematischen Darstellungen in alten Filmen? Denn das ist ja auch altes Kulturgut, wie zum Beispiel Blackface, Lawrence of Arabia oder Mami in Vom Winde verweht und so weiter und so fort. Da sollten wir unbedingt auch noch drauf kommen, wenn die Mayri jetzt die nächste halbe Stunde über was genau spricht. Erzähl. Ich habe eine ganze halbe Stunde, ist cool. Spongebob! Kontrolliert der Wahnsinn, schreibt Mayri, segnet uns. Genau. Ja, ich wollte ein paar Sachen kurz noch ansprechen. Einmal dieses, warum werden Leute, die eigentlich gar nicht radikalisiert sind, davon mitgenommen? Ja, weil gelogen wird. Ist, glaube ich, ganz offensichtlich, weil gelogen wird. Weil gesagt wird, Winnetou wird jetzt verboten, was überhaupt nicht passiert ist. Es ist ein Buch zurückgezogen worden. Jetzt werden alle Leute ersetzt. Und als weiße Person kriegst du gar keinen Job mehr. Also, ja, stimmt. Mir als weiße Person Bullshit. Ist es genau... Einmal passiert, dass ich bei einem Projekt in einem Team war und dann hieß es von den Leuten, die das Projekt beauftragt haben, euer Team ist nicht divers genug, tauscht bitte noch ein paar Leute aus. Und dann haben wir intern so ein bisschen so die Checklist gespielt und gesagt, okay, und Michael, du bist sicher, du bist Person of Color und solche Sachen, ja. Aber wisst ihr, worauf das hinausgelaufen ist? Auf scheißen Dreck. Das Team wurde nicht geändert. Also das eine Mal, wo irgendjemand gesagt hat, dass ich vielleicht halt so, dass ich raus bin und jemand anderes irgendwie quasi den Part übernimmt in diesem Projekt, ist es nicht passiert. Ja, weil dann hat jemand gesagt, gut, dann schlagt Leute vor und dann haben alle so, Moment, ihr kennt ihr vielleicht einfach keine Gamers of Color? Ist das möglich? Mhm. Ja, insofern, es wird gelogen und es werden Ängste geschürt. Das ist einfach eine Sache und Menschen, Angst ist halt mächtig. Also gerade wieder mit, mein Gehirn hat einen Angstknopf, auf dem die ganze Zeit irgendwas drauf rumtrampelt. Und Angst ist sehr, sehr stark und kann sehr viel verändern an einem. Und wenn man da die richtigen Dreher findet, und da sind halt eben Ben Shapiros dieser Welt ziemlich gut drin und andere Sabbelbirnen vor der Kamera, dann ist das so. Und was ich noch sagen wollte ist, bei manchen Leuten kommt ja irgendwie so, die wollen mir meine Kindheit wegnehmen oder die wollen bei Tolkien gerade, die wollen jetzt was ändern von dem, was da drin steht. Und ich kann insofern manchmal das ein kleines bisschen nachfühlen, als dass ich sehr, sehr, sehr lange Star Wars-Fan bin. Und als die neuen Disney-Filme kamen, hieß es, ab jetzt ist all das, was bisher Expanded Universe hieß, also alles, was weitergeschrieben wurde nach Episode 6, ist jetzt nicht mehr kanonisch. Das heißt jetzt alles Legends. Und wird nicht mehr weiter dran gearbeitet. Und ich saß da und schade. Aber das ist ja auch aber das. Du hast schade, es ja noch. Ja. Genau, erstens ist es nicht weg. Das Einzige, was schade ist, ist, dass es halt nicht mehr gibt, was in diesem Kanon stattfindet, weil ich viele von den Figuren mochte. Aber genauso wie mit niemand sagt, du musst jetzt alle deine Kamei-Bücher, ich weiß es nicht, mulchen. Ich wäre jetzt auf viel gekommen. Ich wäre auf viel gekommen, aber nicht auf Mulchen. Ich habe irgendwas gesucht, was harmlos ist und idealerweise noch mit Recycling zu tun hat. Es kommt jemand zu dir nach Hause und nimmt dir deine Erinnerungen weg. Sondern um sie zu mulchen. Ja, sondern man die Transferleistung zu sagen, nur weil mir etwas wichtig ist, heißt es nicht, dass es gesamt spirituell menschlich wertvoll ist, ist schwierig.
sich der Tatsache zu stellen, dass etwas, was man gut findet, vielleicht problematisch ist oder auch vielleicht einfach nicht gut ist, ist auch schwierig. Wie viele Leute mir gesagt haben, dass ich dass Tolkien der beste Autor aller Zeiten gewesen wäre. Und ich meine, der war nicht schlecht, ja, aber ich kenne eine ganze Reihe Leute, die besser schreiben als Tolkien. Ein, zwei sogar persönlich. Der hat halt nur Worldbuilding betrieben. Also als Autor selber hat er jetzt ein super Worldbuilding, aber dann hätte er jemand anders die Romane dann schreiben lassen können. Ich finde, also das wäre eine lange Diskussion, aber ich finde, er wusste schon, was er tut. Ja, aber nun, lass uns nicht in die Qualitäts- und Geschmacksdiskussion gehen, weil dann sind wir verloren. Also ich sag, es hat natürlich schon in gewisser Weise ein kulturelles Werk oder wie auch immer verliert natürlich in dem Moment für einen, wo man niemanden mehr hat, mit dem man darüber reden kann. Ja. Hm. Also das ist ja sozusagen, das eine ist ja das Werk selbst zu rezipieren, das andere ist es mit anderen irgendwie auszutauschen. Bei Büchern geht's, das kann ich wenigstens zu Hause noch lesen, bei einer Oper, wenn sie nicht mehr aufgeführt wird. Den Film kann ich mir vielleicht auf DVD oder übers Netz reinziehen. Bei der Oper geht's dann halt irgendwie gar nicht mehr. Und wenn ich, insofern kann ich sozusagen den Wunsch, noch jemanden zu haben, mit dem ich in 30 Jahren noch drüber reden kann, kann ich irgendwo nachvollziehen. Also unabhängig davon, wie kritisch oder unkritisch man das sieht. Aber so der grundsätzliche Gedanke, ich find's schade, wenn das in Vergessenheit gerät, den kann ich auch durchaus, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich ganz, ganz, ganz kleine Sachen noch sagen will. Eins, was wirklich dann in den Kommentaren oder in dem Video war, dass jemand sagte, wenn ihr unbedingt dieses ganze Woke-Zeugs wollt, dann macht doch was Neues, anstatt uns den Tolkien kaputt zu machen. Finde ich sowieso schon toll, den Tolkien kaputt zu machen. Ich glaube, da kann man nichts mehr kaputt machen. Wie lange ist der Mann schon in der Erde? Egal. Ich glaube, es war nicht der persönliche Tolkien gemeint, der mittlerweile zerfallen ist. Das hoffentlich. Obwohl, der dreht sich auch im Grab um, wenn man Elon Musk glaubt. Deswegen, wie gesagt haben, wir sagen jetzt zu allem einfach, Tolkien würde sich im Grab umdrehen. Mein Toast heute Morgen war angebrannt. Tolkien würde sich im Grab umdrehen. Ja, kann ich mir sogar vorstellen. Wahrscheinlich war ihm als Brite Toast wichtig. Egal, ich schweife ab. Definitiv, Mari. Und das müssen wir dann aber zur Energiegewinnung nutzen, Holm. Wenn man nein, lass uns nicht diesen Weg gehen. nicht rotierende Leichen. dann schreibt doch eure eigene Sachen. Und dann von uns kam, wir haben mehrere eigene Sachen geschrieben. Und zum Beispiel in den drei Romanen, wo mein Name draufsteht, ist zwar, was People of Color angeht, keine große Repräsentation da, weil ich eine Vorgabe hatte, in welcher Welt er spielt und die da ihre eigenen Sachen mit sich bringt, aber zum Beispiel so Sachen reingebracht wie schwule Zwerge. Und dann schrieb die Person, das ist dann schön, aber dieses Buch könnte ich als guter Christ nicht lesen. Ich denke so, ouch. Es gibt ja die Alternative, ne? Aber fucking Jeff Bezos und sein Amazon werden keine 420 Millionen dafür bezahlen, die Broken Earth Trilogy zu verfilmen, offensichtlich. Weil, was weiß ich, weil mehr Leute Tolkien sehen wollen oder die einfach keine Ahnung haben, weil die Broken Earth Trilogy ist großartig. Aber es ist gibt doch diese gar nicht Sachen. Tolkien, es ist doch was Neues. Also wenn ich sage, mach doch was Neues, es ist doch was Neues. Genau. Na, ja, aber ich kann das so bestätigen. Ich meine, so dieses, ne, wie sie halt sagen, ne, mach doch euer eigenes Zeug, ja, und dann schreibst du es. Und also genau, eben auch bei meinem letzten Buch, Die Götter müssen sterben, ja. Ne? Amazonenzentrum, unter anderem Griechen. Ich habe ernsthaft Rezensionen, die sich darüber aufregen. Eine meiner Lieblingsrezensionen ist die mit dem Wortlaut, dass da ja Lesben sind, die ständig Bild rummachen und noch andere Sachen in das der Richtung. Das darf nicht wahr sein. Wo ich mir aber auch denke, euch ist schon, ich weiß nicht, es geht um Amazon, das Buch ist ab 18. Es geht auch um antikes Griechenland. Ich weiß ja nicht, was Sie denken, was die damals getan haben, aber. Also, ja, Sie haben es sogar auf Wände gemalt. Ich meine, es ist. Richtig. Ja. Aber selbst wenn, es ist halt einfach nur eine weitere neue Adaption von Zig und es gibt keinen Grund eigentlich. Ne? Und, aber zeigt dann auch wieder, ne, wie schal da manchmal die Argumente sind. Ich habe auch das Gefühl, dass es so einen kulturellen Shift gab, wenn ich mir zum Beispiel Filmbesetzungen anschaue, vor so ein paar Jahren. Wo noch ein paar mehr irgendwie große Hollywood-Beispiele irgendwie en vogue waren, wo dann halt Rollen of Color nicht richtig besetzt wurden. Ja. Bei Ghost in the Shell gab es zum Beispiel Diskussionen natürlich mit der, nicht der, mit der Besetzung von Scarlett Johansson. Es gab Dinge wie Gods of Egypt, die komplett weiß waren. Das war krass. Ja, und damals wurde immer so gesagt, ja, und muss man da jetzt so darüber reden? Und es wurde doch bestimmt einfach nur den Leuten die Rolle gegeben, die am besten schauspielern können. Jetzt, wo wir diese neuen Medienbeispiele haben, die wir schon besprochen haben, da sagt niemand generös, oh, die Halle Bailey wurde bestimmt als Ariel angestellt, weil sie die hübscheste war und am besten singen konnte. Und das ist wahrscheinlich sogar noch korrekt. Aber
auf einmal ist das nicht mehr wichtig. Also ja gut, Jesus ist ja grundsätzlich falsch besetzt worden in allen Hollywood-Filmen. Also da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Aber um mal auf die alte Geschichte zu kommen, Holm, wir haben das ja versucht. Also ich glaube, heute oder gestern lief die erste Folge Knight Rider vor 40 Jahren im Fernsehen, im US-amerikanischen. Und wir wollten, ich habe ja zwei Kumpels, mit denen ich Serien und Filme bespreche. Und wir hatten irgendwann den kühnen Plan gefasst, dass wir die Serie Knight Rider im Podcast besprechen wollen. Hättest mich halt gefragt, echt, ohne Scheiß. Aber sprich weiter. Allem. Ja, und wir haben dann aber selber, das Schöne ist ja, selber drauf zu kommen. Und ich kann dir aber auch noch gleich eine Geschichte erzählen, da hättest du mich fragen können, dann hätte ich dir das auch beantwortet, mein lieber Korinthen-Kakatomi. Nämlich, wir haben den halben Pilotfilm besprochen im Podcast und dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, jetzt haben wir besprochen, dass ein digitaler Tacho vor 40 Jahren innovativ war, entsprechender Computer innovativ. Und jetzt fängt die sexistische Kackscheiße an. Die Geschichte ist unfassbar schlecht. Hispanics sind die Bösewichte, die das Auto knacken wollen. Ach du Scheiße, lass mal lieber noch 2-3 Folgen weitergucken. Haben dann die zweite und dritte Folge geschaut und haben gesagt, das haben wir in der Kindheit irgendwie gut gefunden, aber das kannst du doch nicht ernsthaft 35 Jahre später noch besprechen wollen. Dann ist dieses Projekt gestorben, weil das einfach nicht mehr geht. Ja. Und ich habe alle DVDs hier stehen, ich habe hier ein Playmobil Knight Rider Ding mir trotzdem gekauft, aber ich weiß heute, dass das keine Form von Fernsehunterhaltung ist, die man noch gucken kann. Und wenn ich Kinder hätte, würde ich denen nicht Knight Rider zeigen, Tommy. Genauso wenig, wie ich meiner Tochter nicht Star Trek mit Captain Kirk zeigen wollen würde, mit der Folge, um dann zu erwarten, dass deine Tochter sagt, oh, das ist aber toll, was da in den 60er Jahren gemacht worden ist, Tommy. Hättest du mich mal gefragt. Doch, hätte ich dir auch ersparen können. Das hat jetzt nichts mit Diversität und Rassismus zu tun natürlich, sondern einfach, dass ich dachte, das wäre lustig, weil ich es früher lustig fand. Ja. Und das waren die schlimmsten 60 Minuten meines Medienlebens, als mich Stiefsöhne und Tochter und auch Gattin wirklich die ganze Zeit über stumm gemustert haben, während ich darauf gewartet habe, dass der Moment kommt, den ich damals lustig fand. Und der kam nicht. Das war ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich. Das ist das Problem mit Nostalgie. Also, das war wirklich, das hat mich auf eine Art erweckt, um Gottes Willen. Aber auch nicht davor bewahrt. Ich habe es dann nochmal versucht mit was anderem und bin genauso glorios gescheitert. Carla, du beschäftigst dich ja vor allem mit Büchern, aber ich gehe mal jetzt einfach mal fest davon aus, du hast auch schon mal einen Film gesehen. Ja. Warte. Zeiten damals. Ja, genau. Als es keine Bücher gab. Ja, genau. Die Papierkrise. Die große Papierkrise von 1900. Ja, ich meine, da ist es ja nun... Ja, hör bloß auf, das hatten wir ja irgendwie... Ja, klar, bei der Corona-Gaudi. Letztes Jahr. Worauf ich hinaus wollte, du hast das ja so schön beschrieben, dass ja Bücher immer wieder mal angefasst werden und das ja bislang eigentlich relativ normal war. Aber bei Filmen, die kann man jetzt maximal, zumindest in Deutschland oder in anderen Ländern, wo synchronisiert wird, neu synchronisieren, was auch manchmal eine verdammt gute Idee ist, ehrlich gesagt, obwohl man natürlich die alten Stimmen vielleicht jetzt glorifiziert hat. Aber da kann man das ja jetzt nicht, sage ich mal, so sehr und so, ich nenne es jetzt einfach mal, komfortabel machen wie bei Büchern. Wie würdest du denn, oder was wäre denn deine Haltung dazu, wie man jetzt mit vom Winde verweht umgeht? Also einfach, das ist jetzt in dem Fall einfach nur eine Meinungsabfrage. Ja, das ist ja auch die grundsätzliche Frage, ist ja eben, also die man in erster Linie erstmal für sich ja privat entscheiden muss, wie gehen wir mit alten Kulturen. Das betrifft ja die Musik zum Beispiel auch. So kann ich heute noch zu Musik von R. Kelly rumknutschen. So, auch so eine Sache. Es ist auch das. Auch nochmal was Neues. Heute, ja. Kann ich einen Film nochmal so sehen und das gleiche empfinden? Natürlich, gerade auch meine Eltern hatten natürlich, haben auch dieses Gefühl bei Vom Winde verweht oder bei Sissi, die Kaiserin und so. Und wenn ich das gucke, ich sehe das natürlich ganz anders, aus einer ganz anderen Perspektive. Oder natürlich auch was auch an Sexismus ja alles stattfand und sowas. Also das schlägt einem ja fast ins Gesicht. Ich kann es nicht gucken, aber ich weiß auch nicht, warum müssen wir denn überhaupt? Also was soll uns das noch beibringen? Warum gucke ich etwas an? Ich gucke etwas an, weil es mich unterhält
oder informiert oder mich irgendwie weiterbringt, im Idealfall von allem so ein bisschen. Und wenn es das nicht mehr tut, ja dann, also man, es ist eine ganz schöne Fähigkeit, Sachen auch mal loslassen zu können. Und mal sagen zu können, ja, okay, weiter geht's. Ja, gibt es, muss ich sehen, vielleicht nicht unbedingt. Darf ich es sehen? Ja. Ja. Darfst du? Musst du unbedingt? Müssen alle immer das alles kennen? Unbedingt? Vielleicht nicht unbedingt. Und wenn es unbedingt sein muss, finde ich persönlich, das ist, wobei ich sagen muss, das entwickelt sich ja laufend. Ich finde momentan die Idee, dass man vor einem Filmklassiker eine einordnende, was auch immer, die mindestens Schrifttafel, idealerweise noch eine Whoopi Goldberg oder irgendjemand setzt, der oder die sagt, pass mal auf, das, was ihr jetzt gleich seht, ist in dieser Zeit entstanden, das und das und das und das, ist absolut nicht zeitgemäß. Trotzdem könnt ihr es euch jetzt angucken, aber bitte seid euch dessen bewusst, finde ich im Moment das eine gute Lösung. Dann wirst du vom Sohn von Gary Gygax verklagt. Naja, das Vorwort auch so ein bisschen. Das haben die mit vom Winde verweht jetzt auch vor. Also die Sender haben es sozusagen jetzt erstmal aus dem Programm genommen, den Film. Und wenn es dann ergänzendes und erklärendes Material gibt, dann überlegt man sich, ob man den dann halt wiederbringt. Wenn das ist, also gerade der Film ist ja gerade in den USA schon irgendwie ein Kulturgut, was da nicht wegzudenken ist. Nochmal ganz anders als bei uns, wobei ich selber damit aufgewachsen bin und den irgendwie auch jahrelang total schön fand, bis ich angefangen habe, drüber nachzudenken, was da eigentlich gerade passiert. Und jetzt würde ich ihn, glaube ich, mir, obwohl ich wirklich mal, Fan ist zu viel gesagt, obwohl ich ihn gerne geguckt habe, würde ich ihn heute jetzt nicht mehr gucken wollen, weil es mich einfach nervt. Aber in den USA ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich finde, diese Art, damit umzugehen, da was zu erklären, das ist ja auch in anderen Bereichen wichtig. Also wenn du dir anguckst, wie gehen wir um oder wie gehen die USA um mit den Statuen und Denkmälern für irgendwelche Südstaatengeneräle und so. Ist natürlich schon gut, wenn man die dann irgendwann nicht mehr dahinstellt. Man könnte aber vielleicht eine Infotafel hinstellen und schreiben, hier stand einmal und so war das und wir haben das dann so und so bewertet, dass es eben nicht ganz verschwindet, aber vollkommen klar ist, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt. Also ich meine, man muss natürlich sagen, dass ich glaube, vom Winde verweht zusammen vielleicht mit Casablanca und Dr. Zhivago waren natürlich sozusagen definierende Filme für eine Generation, ja, wo ich jetzt anders als du, ich da schon nichts mehr mit anfangen kann, also mit keinem von den dreien. Ich glaube, dass das hängt sehr, 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 sehr stark mit der Generation zusammen und ich glaube, das kann man sich auch mit der Brille kann man sich's angucken, ja, also das ist halt auch ein Blick, der sehr weit aus der Vergangenheit kommt. Ja, aber ich finde, man darf auch nicht, das muss ich nochmal ganz klar sagen, das immer normalisieren mit diesem oft gehörten Spruch, das war halt damals so. Und ja, weil es damals schon scheiße war. Nein, es war damals schon scheiße. Ja. Und es war immer schon beschissen, seine Kinder zu schlagen. Es war immer schon beschissen, Nationalsozialist zu sein. Es war immer schon beschissen, Sklavenhandel zu betreiben. Und falsch in jeglicher Hinsicht, was Menschenrechte angeht. Und dieses, war vielleicht so eine Generation und auch, wenn sie jetzt dann alle zu irgendwelchen Wagner-Festspielen trabbern und sagen, gut, halt in der damaligen Zeit, man musste auch irgendwie ein bisschen gucken, dass man Hitler mal die Hand gibt und so. Also kotz beschissen, da werde ich wirklich wütend. Man merkt weiter das, so. Was soll das denn auch? Weil es immer eine Rechtfertigung ist und damit wird es weiter übergeben. Und damit wird es mit den Filmen und mit der Musik und mit der Literatur, werden all diese Rassismen und diese Selbstverständlichkeit, dass es in der Gesellschaft verankert ist, weiter übergeben. Und solange das eben so bleibt, finde ich, nein, weg damit. Ja, weg damit. Ist natürlich... Also weg mit Wagner, das ist natürlich, also dass der Typ Antisemit war und ein furchtbarer Mensch in mehreren Belangen ist ungenommen, aber die Musik, ich mag ihn nicht, ich höre es auch nicht besonders gerne, ich sage jetzt nur einfach, das, was er da geschaffen hat, ist ein kulturelles Werk und weg damit klingt natürlich erstmal wie
naja, es löschen irgendwie und nirgendwo mehr aufführen und so weiter und so fort. Ich persönlich hätte das kein Problem damit, ich bin kein Wagnerianer und ich... Also mit welcher Rechtfertigung? Es muss sich ja immer, das Problem ist, es muss... Als Mahnmal. Als Mahnmal, dass wir mal Fehler gemacht. Aber ich kann doch nicht als Mahnmal eine Oper aufführen. Nee, nein, das ist ein ganz anderer Kontext. Wenn du dich im Studium mit Wagner auseinandersetzt, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du da irgendwie dir ein tolles Kleid anziehst und irgendwie zu den Wagner-Festspielen gehst, weil du dich da einfach irgendwie in der Bussi-Bussi-Gesellschaft bewegen willst und einmal dabei gewesen sein willst und dich davon unterhalten lässt. Das ist ein komplett anderer Kontext. In dem Kontext kann wenig kritische Auseinandersetzung, glaube ich, stattfinden. In anderen Kontexten vielleicht schon. Aktuell wird es weiterhin als selbstverständliches deutsches Kulturgut abgefeiert. Ja, und deswegen meine ich natürlich nicht, also ich bin völlig gegen Verbote und Zensur in der Art. Das ist, also müssen wir auch, glaube ich, gerade mit der deutschen Geschichte so sagen, natürlich dann immer mit einem Kontext, aber es vor allen Dingen auch noch abzufeiern, bis das heute ist falsch. Völlig unkritisch. Jetzt, ich verstehe, was du meinst, ja. Genau. Ja, aber das kannst du auch nicht verbieten. Ich meine, wo ist denn die Handhabe an dem Punkt? Du kannst ja... Aber du kannst den Leuten ja nicht verbieten, es abzufeiern. Nee, verbieten nicht, aber du kannst die als Meinung sagen... Kann nur versuchen, ihnen klarzumachen, wie scheiße es ist. Dass das passiert, genau. Paula hat doch, wie ich das verstanden habe, dass du hast ja von dir gesprochen hast... Carla, oh Gott, das passiert bestimmt dauernd und ist mir total peinlich. Die Carla hat ja... Du hast ja von dir gesprochen. Du brauchst das nicht mehr, oder? Du hast nicht gesagt, verbiete es. Ja, aber ich finde, wir müssen doch auch da mal gesamtgesellschaftlich ein bisschen weiterkommen. Und das natürlich nicht im Verbot, aber dass das überhaupt nicht angetastet wird. Und dass es immer noch, das gilt ja für so viele Dinge, die jetzt wie dieses, dass das Oktoberfest Kulturgut ist, dass da junge Frauen in der Mitte von irgendwelchen Drehspielen sitzen und sich mit Seilen einfangen lassen. Und so vieles mehr. Und das, also, dass das bis heute, dass so vieles davon selbstverständlich ist, wo diskriminierte Gruppen, also wie die allein da drauf gucken müssen, ja, dass das immer noch abgefeiert wird, dass das immer noch sehr viel, und das legitimiert ja viele politische Prozesse, die wir aktuell haben. Meinst du? Also, dass das immer noch so tief in der Gesellschaft drin ist. Aber das würde ja, das würde ja bedeuten, wenn genug Menschen umdenken, passiert es von alleine weniger oder vielleicht irgendwann nicht mehr. Ja, aber es muss doch erstmal der Wille zum gesellschaftlichen Wandel da sein. Und den kriegst du ja nur dadurch hin, dass du aufmerksam machst. Und das passiert jetzt ja gerade. Und das ist ja genau diese Auseinandersetzung, die wir in der Gesellschaft erleben, wo Menschen, die als Vogue jetzt verschrien werden, genau auf diese Missstände hinweisen und damit immer wieder Menschen konfrontieren. Und das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt. Das ist immer noch viel zu wenig, weil es ist ja einfach Kacke, aber es ist ja noch vorhanden, aber zumindest können wir jetzt ja, oder haben wir ja die Stimme, das zu sagen und können Menschen konfrontieren und sie zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin bei dir, dass jemand, der Musik studiert, sich dann irgendwann auch mal mit Wagner beschäftigt, gegeben. Jemand, der sich mit Filmen beschäftigt, der kann auch gerne sich natürlich sowas wie Vom Winde verweht dann auch mal anschauen und zu sagen, das hat viele Oscars gewonnen, warum auch immer, lasst uns das mal analysieren und warum das heute keine Oscars mehr gewinnen sollte und auch nicht mehr so produziert werden sollte. Das sind ja alles legitime Schritte. Gleichwohl würde ich immer in einem gesellschaftlichen Prozess, ich komme nochmal darauf zurück, wenn ich jetzt Kinder hätte und ich würde ihnen gerne was mit den Vereinigten Staaten und indigenen Völkern beibringen wollen, würde ich ihnen deine Lord Schmetterling-Fassung geben und würde hoffen, dass sie daran eine Nostalgie entwickeln, weil das ja etwas ist, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, wie man diesen Topos nehmen kann und ihn ohne rassistische, ohne koloniale Untertöne umzusetzen und für Kinder erreichbar zu machen. Das ist doch viel schöner, wenn ich meinen Kindern etwas geben kann mit einem guten Gewissen, wo ich sage, das schadet ihnen nicht nur, sondern es gibt ihnen ein ganz positives Bild von Dingen, ein einendes Bild von Dingen, kein spaltendes gesellschaftliches Bild. Das ist doch viel wichtiger. Da müssen wir doch hinkommen. Und ich muss mich doch immer fragen, warum ist es mir eigentlich persönlich wichtig, dass Wagner gespielt werden muss und abgefeiert werden muss? Warum ist es mir wichtig, das N-Wort in Büchern zu haben? Warum ist es mir wichtig, eine Kack-Paprikasoße mit einem einfach ganz klar rassistischen Namen zu belegen? Warum kann man nicht Schaumkuss sagen? Fällt mir schwer, habe ich
lange nicht verstanden, warum ich am besten Schaumkuss sage, habe ich jetzt verstanden, warum es besser ist, das zu tun. Macht auch Sinn, stolper ich immer drüber. Es wäre aber schön, wenn eine kommende Generation darüber nicht mehr stolpern müsste, weil sie gar nicht mehr an dem Punkt ist, dass dieses Wort überhaupt noch in ihrem... Ich stolper jedes Mal drüber, weil ich mich immer frage, Schaum oder Schoko? Beides ist ja möglich. Das ja, ist, ja, aber das dann komme ich einfach nicht drauf klar. Aber das ist doch genau der Punkt. Dann hast du keine großen Probleme in deinem Leben, wenn das... Aber das ist doch der Punkt, an den wir kommen müssen. Das ist der Punkt, über den wir diskutieren müssen. Das ist dann sehr, sehr schade, wenn es natürlich Menschen gibt, wie Mayri, die ja viel mehr über die Serie zu sagen hat. Da könnten wir uns jetzt drüber unterhalten, weil ich mag die sogar. Zu sagen, okay, es gibt viele fachliche Punkte, über die man diskutieren kann. Aber ob die jetzt die Hautfarbe der SchauspielerInnen, macht überhaupt keinen Sinn, dass wir darüber jetzt diskutieren müssen. Das ist dann schade, dass jemand, der sich so äußert, das abbekommt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass es getan wird. Und das müssen sehr viele Menschen machen. Und leider müssen es auch Menschen aushalten. Das ist halt nicht schön. Aber ich finde genau diesen Punkt unglaublich wichtig. Und das ist jetzt die Zeit. Und das können nicht nur die Menschen machen, die unterdrückt, die marginalisiert, die unsichtbar gemacht werden sollen, sondern wir Weißen, die lange genug profitiert haben, müssen das machen. Und wir müssen auch mal abgeben lernen. Also ich war nie ein Fan von Disney-Filmen, aber wir haben schon da unsere Ariel gehabt. Ja, und die geht ja nicht weg. Wie ich in der letzten Sendung schon gesagt habe, ja, da kommt niemand zu dir nach Hause und löscht deine fucking Ghostbusters-DVD. Die bleibt ja da. Oder färbt sie ein rosa oder irgendwas. Was weiß ich. Es ist unfassbar, dass, also ich verstehe schon, Mayri, was du gesagt hast, jetzt ist diese schöne Welt, wird nicht mehr weiter bearbeitet. Das ist etwas, da kann ich ja dann noch mich verbinden damit, dass ich sage, ja, stimmt, schade. Ich habe trotzdem keine Kinos angezündet. Ja, du hast keine Kinos angezündet. Und es kam auch niemand, der geklingelt hat, es tut mir leid, ich bin die Star Wars-Polizei. Diese Bücher, die nehmen wir jetzt mit. Deswegen kennen die meinen Namen. Zeigen Sie mal Ihre Bücher. Genau, das ist leider nicht mehr erlaubt. Disney hat gesagt, passiert nicht. Bitte packen Sie die alle selber ein. Vielen Dank, nicht anfassen. Setzen Sie bitte die Maske ab, das brauchen wir nicht. Ja, so, das ist ja nicht passiert. Aber es wirkt so, dass Leute wirklich denken, da kommt jetzt jemand und nimmt dir deinen stehenden Klafter Karl May weg. Naja, es kommt ja jemand und sagt dir, das, was du da magst, ist nicht gut. Ja, und? Weh. Also ich habe für mich selber lernen müssen, dass ich auch Dinge mögen kann, die schlecht sind. Was ist denn mit... Was ist denn mit und also auf unterschiedlichen Ebenen schlecht sind, qualitativ schlecht sind. Und ich habe auch, ich verbinde tolle Erinnerungen mit Dingen, wo ich dann jetzt zurückschaue und mir denke so... Mayri? Ja, mit 12 konnte ich das noch nicht bewerten, ne? Aber trotzdem. Yeah. Mayri, was ist denn mit Lovecraft und Cthulhu? Das ist ein Thema, über das wir schon öfters geredet haben. Ja, das reicht mir jetzt nicht gesehen, als Antwort, ehrlich gesagt. Ich habe gesehen, dass das jemand auch im Chat gefragt hat. Ja. Weil ich das Spiel Call of Cthulhu sehr gerne mag, beziehungsweise weil ich kosmischen Horror als Genre sehr gerne mag, was von den meisten Leuten landläufig als Lovecraftian bezeichnet wird. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein bisschen unfair gegenüber allen anderen AutorInnen, die an, genau, Nora als Horror-Fan... Das ist sehr unfair gegenüber allen anderen Leuten, die darin gearbeitet haben. Und Lovecraft ist insofern ein Fall von, ja, ich habe die Geschichten von Lovecraft gelesen, ich habe auch eine Ausgabe hier. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Lovecraft da nicht dran verdient hat, weil er tot ist. Und da gibt es auch keine große Nachlassverwaltung oder so etwas. Und das ist für mich vor allen Dingen auch eine historische Sache, weil ich mich halt in einem Horror- und in einem Rollenspiel-Kontext bewege, wo sich oft darauf bezogen wird. Aber er hat dieses Genre nicht alleine erfunden, er hat dazu beigetragen. Und am Ende sage ich, das ist inzwischen durch so viele Umwandlungsphasen durchgegangen, dass in dem heutigen Call of Cthulhu-Rollenspiel halt noch Überreste von Lovecraft drin sind, aber es ist etwas, was so viele Leute genommen haben, verändert haben, wieder genommen haben, wieder verändert haben, dass ich mich zwar mit mir auseinandersetzen muss, dass ich keine Heldenverehrung oder sowas für einen Lovecraft oder dergleichen habe, weil das eine Antisemit Person ist, die das nicht verdient Rassist hat. Und ja, das sollte man ja, für aber, nicht wissen, ja. Aber dass auf diesem Boden dieses Genres so viel fruchtbare Sachen erwachsen sind, die und vor allen Dingen auch fruchtbare Sachen erwachsen sind, die wahrscheinlich sehr anti-Lovecraft sind. Mhm. Es gibt vielleicht durchaus auch umstritten, aber ich finde sie sehr gut, Comics von Alan Moore, in denen ganz wie Providence,
wo ganz viele von den Themen von Lovecraft in den 20er Jahren aus der Sicht von einem jüdischen schwulen Schriftsteller erzählt werden, der auf die Reise nach der Suche dieser Geschichten geht und wo da alles, wo bei Lovecraft die Angst vor dem Fremden da ist und von dem, was anders ist und von der Vermischung von etwas, was er als fremd wahrnimmt, wird dann mit sehr sympathiestarken Augen gesehen. Und das, was das Monster ist, wird das, mit dem du dich identifizierst, und die es verfolgen, sind diejenigen, die da Horror sind. Also so eine Umkehr, die da stattfindet. Also bei einem was war es, ein jüdischer, schwuler Schriftsteller, da dürfte sowieso jeder letzte Rest von Molekül von Lovecraft in seinem Grab spontan detoniert sein. War mit einer jüdischen sein. Frau verheiratet. Ach, hat aber die fand er dann... Also, hä? Es ist, Menschen sind kompliziert. Ja, Tommy, Menschen sind sehr kompliziert. Außerdem, der Rassismus von Lovecraft hat sich vor allen Dingen auf Afroamerikaner, auf schwarze Personen generell explizit gerichtet. Und da kommen auch immer Leute mit Kind seiner Zeit, und Lovecraft hat die Kinder seiner Zeit weit über. Also keiner, der sich damit ernsthaft beschäftigt, leugnet das. Da darf ich Mayri mal eine Frage stellen, weil ich fand den Nebensatz so spannend. Mir sagt jemand, dass das nicht mehr gut ist. Ist es denn das, was Disney gemacht hat? Oder haben die einfach nur gesagt, wir haben das jetzt gekauft, das gehört jetzt anders. Uns und wir entscheiden jetzt, was damit weitergeht? Sie haben ja nicht gesagt, dass bei das Star nicht Wars? Gut. Ja. Es war eher so ein, wir machen das jetzt nicht mehr für die Leute, die das gut fanden, sondern wir machen das für eine andere Zielgruppe, wo ich dann sage, okay. Ja, das kann man natürlich kritisieren. Ist es für eine andere Zielgruppe, und ich finde es halt eben schon ein bisschen schade, weil Star Wars eine Marke ist, die durch das Fandom überhaupt so stark geworden ist, dass Disney das Interesse dran gefunden hat, sie haben zu wollen, weil Idioten wie wir ein Zimmer haben nur mit Actionfiguren. Ist diese Marke so wertvoll? Das ist eine Sache. Aber es gibt halt, ich meinte einfach generell das Phänomen, dass wenn jemand kommt und sagt, das, wofür du starke Gefühle empfindest, ist nicht gut, aus welchem Grund auch immer, ist, weil man eine Beziehung dazu aufgebaut hat, ja, eine Verletzung. Ich habe das, weil ich trashige Genreserien mag. Und wenn dann jemand kommt und sagt, boah, so ein Mist, ich kann nicht glauben, dass du da schaust. Inzwischen ist so, ja, ist Trash und... Ja, ja, wirklich. Ich würde gerne daran anknüpfen, wenn ich darf. Unbedingt. Bezüglich, ja, ich dachte so ein bisschen aus Autorinnenperspektive und so der Frage, wie geht man dort damit um? Weil ich sehe dort eigentlich sehr viele Potenziale. Ich glaube eigentlich, eines der größten Potenziale, das auch sehr schade ist, dass es so unterwandert wird wegen diesen ganzen reaktionären Diskussionen, die wir angesprochen haben, ist eigentlich, ich mag Kunst eigentlich vor allen Dingen gerne, wenn sie eine Konversation auf Augenhöhe ist und auch einfach das transformative Potenzial, das man gerade im Adaptionsbereich hat, wenn wir jetzt also wirklich diese Kulturgüter haben, diese alten Stoffe, die auch wirklich sehr viel adaptiert, neu aufgeführt werden, ist egal, ob es kann Wagner sein, kann Grimms Märchen sein, alles Mögliche. Da gibt es so viele Iterationen davon. Und jede Iteration kann einen anderen Blickwinkel aufwerfen, kann von wem anders geschrieben werden, kann wen anders beteiligen und so etwas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Lovecraft-Beispiel drauf eingehe und mir überlege, okay, wie mache ich das? Also ich, die ich in Deutschland aufgewachsen bin, gerade auch als Kind in einer deutsch-marokkanischen Familie, ich bin eigentlich grundsätzlich damit aufgewachsen, dass ich Medien nicht schwarz-weiß konsumieren kann, ist, dass es jetzt ein gutes, unproblematisches, unrassistisches, vielleicht noch andere nichtistische Medium, das kann ich genießen und das halt nicht, weil die Realität ist, dass ganz vieles durchwachsen ist und auch ganz viele Sachen aus meiner Kindheit, die mir vielleicht zu einem bestimmten Punkt wichtig waren, sind trotzdem problematisch und das koexistiert. Also gerade, wenn ich auf Disney-Filme schaue, wenn ich auf so etwas schaue wie Aladdin als Figur hat mich total angesprochen als Kind. Ein brauner Held, der total sympathisch ist und witzig und die Story ist fesselnd und so. Und ich habe in Agrabah auch irgendwie so Punkte marokkanischer Kultur gesehen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein sehr fantastischer Mess, der natürlich dann auch sehr, sehr veraltete Bilder bedient von der Orient und irgendwie sind afrikanische Elemente mit asiatischen zusammengeworfen irgendwie. Und naja.
Schwierig. Oder noch schlimmer, so etwas wie Pocahontas, wo ich mir dann irgendwie sogar dachte, ich hatte als Kind dann auch ganz lange schwarze Haare, wo ich mir dachte, oh, die sieht ein bisschen aus wie ich. Und das hat mich so gefreut. Und dieser Film war ein Fehler, der verharmlost Kolonialismus, furchtbar. Und es ist erstaunlich, dass dort auch noch keine größere Konversation darum geführt wurde, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie entgeht dem Disney auch sehr, sehr stark, diesem auch gerade dieser Verharmlosung von Kolonialismus oder Rassismus da in diesen großen Klassikern. Und man lebt dann einfach damit, dass es so ist. Und als Autorin, wenn ich dann halt mit Stoffen zu tun habe, wo ich auch sage, ich bin jetzt inspiriert von Tolkien oder vielleicht auch Lovecraft, weil ich ihn gelesen habe, weil das sind halt einfach Giganten, die das schon geprägt haben. Natürlich habe ich die auch gelesen. Dann ist halt oft die Devise, ich lasse einfach liegen, wo ich sage, das braucht es nicht mehr. Und nehme das mit, was mir was bedeutet hat und was vielleicht auch noch eben zeitaktuell eine gute Bedeutung haben kann. Und das Transformative ist dann entscheidend. Ich glaube auch, ich habe dann auch gar nicht so Gewissensbisse, das zu machen, weil auch irgendwie das Wissen, dass jemand dann wie ich dann zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel so frech bin und sage, ich schreibe jetzt Cosmic Horror und ich mache es vielleicht auf eine Art, dass es Lovecraft geärgert hätte, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Also so ist das, wie ich es mir denke. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich so normalisieren würde. Und ich finde, es ist auch so der Kern zum Beispiel der progressiven Fantastikbewegung, also in der ich mich auch ein wenig sehe, wo man dann auch nicht unbedingt sagt, ja, jetzt wir canceln jetzt alles, was wir schlecht finden. Und wir machen auf jeden Fall die beste und die korrekte Fantasy. Das ist überhaupt nicht, wie ich das wahrnehme. Ich glaube, manche Leute, die verkürzt darauf schauen und denen das Angst macht, die nehmen das so wahr. Aber ich nehme halt einfach diese Bereitschaft wahr, nicht stehen zu bleiben und halt genau diese Transformation zuzulassen. Und indem man halt dann diese transformative Konversation führt, werden diese Medien auch viel nahbar und dann fallen auch diese Schuldgefühle weg. Da kommt man auch so weg von diesem Einteilen von Medien oder generell die Welt einteilen in so ein Schwarz-Weiß, das eh nicht zuträglich ist. Weil natürlich gibt es ganz viele Nuancen und auch in diesen Diskussionen, die wir führen bezüglich Diskriminierung, Auch wir als Menschen sind ja nicht eindeutig in Schubladen einteilbar. Es gibt mehr als nur schwarz und weiß, wenn wir Rassismus betrachten. Es gibt dann mehr als männlich und weiblich. Die meisten von uns balancieren sowohl Privileg als auch Marginalisierung. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen deutsch-marokkanischen Hintergrund. Aber ich bin auch eine Cis-Frau, muss man vielleicht Gedanken machen, wo lasse ich vielleicht Transpersonen im Stich in meinem Schaffen? Und jetzt habe ich vielleicht ein paar gute Ansätze, oder Ansätze, die mir gefallen haben, wo ich gesagt habe, das will ich machen in meinem Buch und ein paar Leute werden davon inspiriert sein, das weitertragen. Ein paar werden aber auch sagen, boah, Nora, es liegt total falsch und ich sehe das total anders. Und ich hoffe dann aber, dass sie das positiv aufnehmen, nämlich als einen kreativen Funken und dass sie dann wiederum die Konversation weiterführen und in 50 Jahren ist mein Buch dann auch veraltet. Und dann müssen sie sich die Frage stellen, wie gehen sie jetzt mit meinem Buch um? Das ist total okay. Ich glaube, dass wir ein bisschen so wir müssen einmal weg, glaube ich, genau von dem, was Carla gesagt hat, diese Normalisierung auch von Diskriminierung, aber auch, glaube ich, hin zur eine Akzeptanz von so ein bisschen. Und man bleibt aber nicht stehen. Also der Transformation, den finde ich wichtig. Ich sehe das so ein bisschen wie beim Mythen. Ne? Also ich meine, ich bin ja in der nordischen Mythologie verhaftet mit vielen Dingen, die ich so schreibe. Und freue mich jedes Mal, wenn irgendeine Person sagt, und ich mache da jetzt wieder was damit und trage das weiter und transformiere es und finde da meinen eigenen Spin dazu. Also ganz viele Leute, die mich bei Mara und der Feuerbringer gefragt haben, wie findest du jetzt den Marvel-Loki? Der ist ja ganz anders als deiner. Ist das nicht blöd? Ich sage, der ist super. Ist halt auch einer. Und den finde ich total großartig. Warum soll ich dann... Ist nicht meiner. Ist doch großartig, wenn jeder Mensch da irgendwie sich draufsetzen kann und sagt, jetzt mache ich da meine Version davon oder ich verbessere vielleicht sogar irgendwas oder ich verbessere das, was mich daran gestört hat, finde ich ganz großartig. Naja, da wird's dann höchstens schwierig, wenn man sozusagen das Bild der germanischen Mythologie dann auf etwas rüberzieht, was letztlich das historisch Vertretbare irgendwie verzerrt. Also dass wenn dann solche Comicbilder entstehen,
die dann für die germanische Mythologie gehalten werden. Also naja, mein Gott, das hast du halt, das hast du immer und das ist natürlich, das verstehe ich schon, dass man dann irgendwie sagt, ja, aber das ist doch historisch völlig anders. Ich sehe das bei Mythologie völlig entspannt. Ja, total. Also wirklich, bei Mythologie ist mir das wirklich scheißegal. Da soll jeder machen, was er will. Was ich natürlich nicht will, ist, dass Nazis das für sich verwenden. Das will ich bei gar nichts. Aber sonst... es ist nicht so, wie wenn du jetzt, Kumpels von uns wie Kap Torgas irgendwie sagen, wenn ihr im Mittelalter immer als dreckig und kaputt und schlammig darstellt, glauben Leute irgendwann, das Mittelalter war so. Und es war halt nicht so. Du siehst das völlig entspannt, deswegen hast du den Rudi dazu geholt als Berater und weil du das so entspannt siehst. Nee, weil ich Spaß daran hatte, Sachen zu nehmen, die tatsächlich stimmen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand irgendwie sagt, Asgard ist ein Planet und das sind Space Gods. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, es ist unterhaltsam. Ich wollte es aber anders machen. Ich wollte gerne noch mal was. Wir haben irgendwie Disney am Verklär, aber das finde ich als Beispiel so gut, weil genau der Punkt, die waren ja früher auch ganz schlimm. Das wird jetzt auch herangeführt. Disney, jetzt machen sie mal einmal Ariel, aber die haben doch, und dann kommt so eine lange Liste der Verfehlungen und ein paar haben wir ja hier schon gehört. Wir können noch ergänzen, auch da habe ich mich in den letzten Jahren belesen und gelernt, dass so in Filmen wie Aladdin auch die Bösewichte, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, vielleicht nicht binäre Menschen sind. Und das zieht sich vielleicht auch durch die Animationsfilme durch, dass die Bösewichte in Disney-Animationsfilmen auch immer irgendwie nicht binär sein könnten. Wollte man uns da auch irgendwas mitteilen, dass die so geprägt sind? Und der Konzern, dem es ja erstmal um eine Sache geht, das sind ja keine Kunstschaffenden, die erstmal große Kultur und Kunst schaffen wollen, sondern die wollen Geld verdienen. Aber der Konzern hat zumindest verstanden, dass das vielleicht auch nicht korrekt war. Was sollen sie jetzt machen? Die können ja nicht sagen, wir nehmen alle vom Markt, wir schicken jetzt Leute los, die die Menschen zu Hause besuchen und sagen, gib uns mal bitte alle die Filme. Aber sie können natürlich ab einem Punkt X sagen, wir wollen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Mhm. Und aber Entschuldigung, Alexander, der Disney wollte damals nicht nur Geld verdienen, der hatte durchaus auch seine politischen Überzeugungen, die der transportiert hat. Aber also, der rotiert ja auch schon lange im Grab, da sind wir ja auch eigentlich. Ja, aber der war... Also wenn er und Tolkien entgegenläufig, das wäre ja, ich habe da immer noch irgendwie so ein Transformator, den man anschließen könnte, um Strom zu generieren. Aber worauf ich hinaus will, ist also, dass natürlich, also man jetzt auch sagen kann, wir sind ein riesen Medienkonzern und wir müssen uns da vielleicht auch positionieren. Das tut Disney jetzt ja auch wieder. Und, was ja nicht verkannt werden darf, da weist mich meine kluge Frau ja immer darauf hin, wenn wir uns die politische Situation da auch wieder in Florida anschauen, mit DeSantis und seiner Don't Say Gay Agenda. Disney hat ja in Florida, im Prinzip ist das ja eine eigene Stadt, in der die Mitarbeiter, in der der Konzern sitzt, die auch gewisse steuerliche Vorzüge haben, weil man natürlich per se erstmal diesen Konzern da auch behalten möchte in den Vereinigten Staaten. Die können ja auch irgendwo anders auf der Welt produzieren. Und das kippt jetzt gerade, weil es da natürlich eine Politik wieder der White Supremacy gibt. Die führen gerade Krieg gegeneinander. Und die führen gerade Krieg gegeneinander, weil natürlich so ein DeSantis, der überhaupt keinen Bock drauf hat, wie jetzt ja gerade der Ariel-Film besetzt ist, und dass der natürlich sagt, okay, dann nehmen wir euch jetzt mal eure Steuerprivilegien weg und dann werdet ihr immer sehen, ob ihr demnächst wieder Filme macht, die der Politik gefallen. Und das ist eine gefährliche Einflussnahme, auf die man auch mal hinweisen kann. Und insofern kann man jetzt, und das habe ich so oft gelesen, sagen die Leute, ja, am Ende haben die das doch nur gemacht, weil die Geld verdienen wollen jetzt mit dem neuen Ariel-Film. Also A, ja, natürlich ist das die Motivation eines Weltkonzerns, Geld zu verdienen. Dafür machen die Produkte. Auf der anderen Seite könnten die aber es viel leichter haben, wenn sie da jemand anders besetzt hätten. Das wäre für den Konzern politisch in den Querelen hinter den Kulissen einfacher gewesen. Umso bemerkenswerter finde ich, dass man sagt, okay, wir packen jetzt diese Themen mal an. Das zieht sich ja durch. Also man, die geben sich immer mehr Mühe, was so die Waage zwischen Cultural Appropriation und Cultural Admiration angeht. Also du selber weißt doch bei deiner Serie auch Diversitätsberatungen, die da stattfinden. Das hast du doch selber auch jetzt alles durchgemacht. Stimmt, ja. Also ich habe zwei Dinge durchgemacht, würde ich da in dem Fall... Positivsten Sinne, ihr habt das also gemacht. Also bei Kohlrahmen Schwarz, das, was wir jetzt für Paramount produzieren, da ist Victoria Linea unsere Diversity-Beraterin. Und wir haben sie schon... ganz am Anfang tatsächlich aus eigenem Interesse, weil wir es gut machen wollten, also wirklich auch das Produkt besser machen wollten, direkt dazu genommen. Und das war auch schön zu sehen, dass Paramount dann gesagt hat, wisst ihr was, mit ein Pluspunkt, warum wir euer Projekt wollen, ist, dass ihr im Gegensatz zu tatsächlich einigen anderen Produzenten
von vornherein schon mit einer Diversity-Beraterin kamt. Das war ein Pluspunkt. Cool. Da haben wir uns wirklich drüber gefreut, dass die dann gesagt haben, ja, das finden wir gut. Also das war echt super. Und die andere Geschichte, das ist ja so ein bisschen eine Leidensgeschichte auch. Ich wollte ja, also ich habe ein Hörspiel gemacht aus Lord Schmetterhemd von Max Kruse. Und das ist aus den späten 70ern, Anfang 80er. Und da finden sich wirklich alle Tropes, Klischees und alles Mögliche wieder, was eben die Native Americans angeht, weil es eben um eine Geschichte geht, die dann in den Wilden Westen geht. Und da ist wirklich also alles da, was man sich nur wünschen, in Anführungsstrichen, könnte. Und ich habe dann mit der Erbgemeinschaft und Max Kruse gesprochen, ob sie uns denn erlauben würden, das, was diesen Bereich angeht, maßgeblichst zu verändern. Also auch das Stück von der Augsburger Puppenkiste finde ich da an den Stellen wirklich absolut nicht okay. Und wie gesagt, wie Carla schon gesagt hat, es war damals schon nicht okay. Das hat nur offensichtlich kaum jemand bemerkt. Die haben gesagt, ja, das darfst du oder das dürft ihr. Und dann haben wir versucht, Beratung zu finden für diese Thematik, eben Native Americans. Wir wollten das richtig machen, wir wollten idealerweise sogar Natives casten, die das sprechen, weil ich ja, wer kann das aussprechen, wenn du jetzt sagst, ich möchte tatsächlich, dass das jetzt Apache ist zum Beispiel, ja. Und dass wir sind wirklich mit den besten Absichten da an einer Stelle, das muss man ganz klar sagen, gescheitert. Wir haben in Amerika die Councils angeschrieben, die wollten uns nicht helfen. Weil sie, also es kamen so Antworten, die waren eigentlich sinngemäß so: toll, dass ihr das als Cultural Admiration machen wollt. Toll, dass ihr euch Mühe geben wollt. Wir können euch trotzdem nicht helfen. Weil, wenn wir euch jetzt sagen, wie ihr das aussprechen müsstet, dann würdet ihr Cultural Appropriation betreiben, indem ihr versucht, das auszusprechen. Dann habe ich gesagt, aber wir finden keine Sprecher in Deutschland. Dann habe ich gesagt, ja, das ist natürlich ein Problem und das ist total schade, aber helfen können wir euch trotzdem nicht. Ich habe gesagt, aber dann könnten wir es doch wenigstens besser machen. Und dann hieß es, nein, das ist total toll, dass ihr euch da Mühe gebt. Bitte hört nicht auf damit. Helfen können wir euch trotzdem nicht. Und ich bin jetzt erst durch diese elende Winnetou-Debatte zu einer Dame gekommen, die ist, ich glaube, man nennt es Vorsitzende der Native American Association of Germany. Und die ist jetzt bereit, uns zu helfen, wenn wir Lord Schmetterhemd vielleicht in eine weitere Iteration treiben, indem wir eine Serie oder so machen. Die hat gesagt, ich sehe, dass ihr euch da wirklich Mühe geben wollt und ich würde euch da gerne helfen oder wir würden euch da gerne helfen und da sind wir jetzt gerade im Austausch. Aber das war auf eine Art frustrierend. Trotzdem kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, wir haben jedes Mal versucht, es so gut zu machen, wie es nur irgendwie geht. Es gibt es gibt das Indianerwort bei uns gar nicht. Die Hauptfigur ist von derselben Wokeness getrieben wie wir und möchte aufklären und so weiter. Und ich bin da in dem Maße wirklich stolz drauf, wie wir es geschafft haben, aber das ist noch lange nicht gut genug. Und dass dann danach dann dieser junge Winnetou-Film kam, wo mein Eindruck ist, denen war einfach alles scheißegal. Das finde ich echt, also ich fand das richtig krass einfach. Denn natürlich kann man jetzt sagen, ja, weil du fühlst dich jetzt so toll und so überlegen. Von mir aus siehst du das so, das ist mir egal. Ich sehe dieses Ding und denke mir einfach nur, das finde ich richtig kacke. Ja, aber da kann ich mich doch jetzt fragen, ich hab den Film nicht gesehen, ich habe aber die Kritik gelesen. Ja. Mehrere Kritiken. Ich hab also so und habe dann entschieden, dass ich diesen Film nicht sehen möchte, nachdem ich sehr viele Kritiken gelesen habe, die doch relativ eindeutig waren. Und da kann ich mich doch jetzt als Eltern fragen, möchte ich, weil ich Winnetou romantisiere und die alten Karl-May-Filme, das ist ein ganz eigenes Thema, ob man die heute noch gucken möchte oder nicht, außer man ist besoffen unter dem Weihnachtsbaum, wo sie ja dann auch immer wiederholt werden, da vielleicht ist man dann in anderen Bewusstseinszuständen, aber selbst dann muss man es nicht tun. Aber ich habe jetzt die Wahl, meinem Kind die Geschichte des jungen Häuptlings in all seiner Schlechtigkeit und Schwein gehabt, dass sie die Filmförderung abgegriffen haben. Da ist ja auch lange gerungen worden und ist ja alles bekannt, was da passiert ist hinter den Kulissen bei diesem Film, ihnen das zu geben. Oder zu sagen, guck mal, hier ist die Deutsch-Schmetterhand-Bearbeitung von einer Bummfilm. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Und der Topos im Grunde genommen, nämlich die Verehrung der amerikanischen Ureinwohner, soll ja irgendwie beiden zugrunde liegen.
da kann ich doch lieber dein Werk geben, wo sich jemand Mühe gemacht hat. Und die Entscheidung hat man doch. Und ich muss doch dann nicht mit jemandem über Karl May reden und dann hinterher meinem Kind erklären, das war eigentlich total schlecht, was ich dir gerade gezeigt habe, weil dann kann ich ihm doch gleich das bessere Produkt geben. Und also, genau danke. Diese Option haben wir doch. Also nicht jetzt mal rausgenommen, ja. aber genau die Option haben wir doch. Wenn es um Fantasy geht oder um andere Werke, stimmt, wir haben doch heute die Auswahl. Wir haben doch die Wahl. Das ist ein ganz im Idealfall, wenn ich noch, Tommy, ich glaube, geht das auch alles und so, aber im Idealfall, wenn wir uns noch dann 2-3 Schritte mehr Mühe geben, um Originalstimmen zu finden. Na klar. Haben wir. Wir haben keine gefunden. Ich habe ein halbes Jahr lang gesucht. Das muss ich sagen. Ich meine jetzt nicht im Sinn von Stimme, aber ich meine von, gibt es Bücher, Filme und so weiter. Also in dem Sinne tatsächlich. Ach so, da muss ich sagen, dass natürlich bei uns als Firma, wenn du dann sagst, hier ist ein Job, wollt ihr ihn machen, ich natürlich dann erstmal nicht sage, nee, ich würde aber gerne, keine Ahnung, ich weiß nicht, Burma Hearted Wounded Knee lieber machen. Na, also das ist natürlich auch eine Realität, der man sich stellen muss. Braucht's das denn? Braucht's ja, das? Ja, dann kann ich meinen Punkt noch kurz fertig machen. Sehr gerne. Ist eben, wenn ich schon sage, ich möchte natürlich mit meinem Kind oder mit meiner besten Freundin oder mit wem auch immer über Themen sprechen. Yay. Aber dann würde ich doch immer, wenn es darum geht, da einen Film oder ein Buch oder was auch immer, nicht wie jemand ebenfalls Privilegiertes oder Weißes wieder über eine Bevölkerungsgruppe schreibt, nehmen, sondern gucken, gibt es nicht jemanden, der das aus seiner eigenen Sicht erzählt? Und näher komme ich ja gar nicht dran. Und dann auch immer, wenn es das nicht gibt, woran liegt das denn? Super, also da was Unvoiciges zu nehmen oder generell dem mehr Platz zu schaffen, ist ja gar keine Frage. Naja, für manche ist es schon eine Frage, deswegen nochmal eine kleine Erinnerung. Guter Hinweis. Das ist ein absolut wichtiger Hinweis. Das findet ja auch viel zu wenig statt. Das sind dann halt eher kleinere Filme, das sind dann eher unabhängige Verlage, die jetzt nicht die Riesengröße haben oder sowas, aber es gibt sie meistens. Es gibt auch inzwischen zum Beispiel super Buchhandlungen und Co., die sich darauf spezialisiert haben oder eben wie Victoria Linnea tatsächlich Webseiten und Co., die man einfach dann mal fragen kann, die das alles wissen. Also in Deutschland gibt es da wirklich eigentlich überhaupt keine Ausreden mehr, dass man dann eben auch wirklich sagt, okay, wir machen da so ein ganzes Spektrum auf und im Idealfall sind da ziemlich viele sozusagen Originalstimmen mit dabei, weil deren Geschichten interessieren mich ehrlich gesagt am meisten, weil sozusagen weiße Kartoffelgeschichten habe ich jetzt 40 Jahre lang genug gelesen. Ja, das ist absolut richtig. Das stimmt. Genau. Ja, eigentlich ist das fast schon Schlusswort. Weiße Kartoffelgeschichten habe ich jetzt genug gelesen. Scheiße, ich bin eine weiße Kartoffel. Davon habt ihr nie genug gelesen. Von meinen weißen Kartoffelgeschichten. Verdammt nochmal. Es verbietet dir niemand, den weißen Kartoffeln zu schreiben. Doch, die kommen und nehmen alle meine Bücher mit und löschen meine DVDs mit. Achso. Nee, da kommen die falschen weißen Kartoffeln und finden dich dann gut. Und das will man ja auch nicht. Das will ich auch nicht. Ich habe in allen meinen Büchern immer so eine Sollbruchstelle, dass wenn Nazis das lesen, sie irgendwann feststellen, das ist ja gar nicht für mich. Ja, und gut, ich würde denen auch das Geld zurücküberweisen, wenn sie sich erkenntlich, kenntlich machen würden. Will ich nicht haben. Nora, dein Buch heißt Die Götter müssen sterben. Mhm, es ist ab 18. Es ist erhältlich. Ja. Es ist brutal. Es ist progressiv. Es ist unterhaltsam. es werden viele Schlachten betrieben. Und ich habe noch keine schlechte Rezi irgendwo gesehen. Sondern wirklich? Nur, erstaunlich. Ja. Gut, dann... Belassen wir das so, meinst du? Ja. Es existieren schon auch... die Hansels, wie wir sie heute besprochen haben, denen nicht so gefällt. Ja, die haben halt alle nicht recht. Weißt du, alle ein bisschen. Das kann ja nicht sein. Also für Menschen, die da Bock drauf haben, griechische Mythologie geht hart zur Sache und ist wirklich progressiv, aber unterhaltsam und wirklich Rock'n'Roll, empfehle ich hier wholeheartedly, die Götter müssen sterben. Hier steht auch, Eleanor Badilak, Liebe für die Götter müssen sterben. Ist denn Rock'n'Roll nicht auch eine Aneignung gewesen? Aber gut, ich wollte es durchaus, aber stimmt, es gibt ja auch eine schwarze Wurzeln, ist korrekt. Aber es gibt auch eine Menge tolle schwarze Rock'n'Roller insofern. Ja, dazu, das ist absolut. Und da gibt es ein ganz tolles Video übrigens, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber googelt doch mal nach Led Zeppelin und Cultural Appropriation. Ist ein super Video, wo du siehst, so sollte man es wirklich nicht machen, nämlich, dass man das einfach nimmt
und dann niemanden davon erzählt und einfach sagt, das ist jetzt unseres und dann vielleicht auch noch sagt, den Song habe ich mehr oder weniger geschrieben, weil ich habe ihn ja jetzt erst gut gemacht. Im Gegensatz zu Leuten wie, ist keine Geschmacksdiskussion, ne? Also im Gegensatz aber zu Rolling Stones, die immer gesagt haben, das ist von dem, das ist von dem, das ist von dem und die auch teilweise gesagt haben, wir treten nur in Amerika in dieser Fernsehshow auf, wenn ihr Muddy Waters, glaube ich, war es oder Howlin' Wolf oder so, mit in die Show einladet, sonst kommen wir nicht. Ne? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und das heißt, die haben tatsächlich Cultural Admiration betrieben, im Gegensatz zu Led Zeppelin. Die haben sich das einfach genommen, haben das zu ihrem gemacht und dann am besten auch noch niemandem was davon gesagt. Und das ist wirklich nicht, also absolut total voll nicht okay. Carla, was schreibst du eigentlich irgendwann ein Buch gelegentlich jetzt dann endlich mal oder was ist da los? Man munkelt, man weiß es nicht so genau und aktuell habe ich tatsächlich nichts zu verkaufen. Das darf und nicht außer, außer mich und deswegen würde ich auch mich anschließen und würde sagen, lest alle, die Götter müssen sterben. Vielen Dank. Bam. Und wenn ihr damit durch seid und immer noch nicht Holmes Buch gekauft habt, dann weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht, was mit euch los ist. Hast du zufällig eins da? Ja schon, aber ich schreibe ja nichts Fiktionales. Insofern, ich habe auch keinerlei Anspruch, dass das irgendwie ein Kulturgut ist. Zeig dein Buch. Zeig dein Buch jetzt, ja, in Gottes Namen ist das zu fassen. Weil dann können wir nämlich auch gleich für Alexander. Ja, ist ja gut. Also es heißt Fakt und Vorurteil und Tommy erwähnt es eigentlich jedes Mal. Ein bisschen mehr Motivation hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet. Es ist wirklich ein tolles Buch, das auch auf eine Art, ehrlich gesagt, einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt, was eigentlich so möglich ist, wie man bei Schwurbelmenschen irgendwie noch durchdringt. Nämlich nicht immer viel. Aber gerade deswegen ist es sehr hilfreich, weil es nämlich wirklich sehr fundiert und sehr ehrlich ist, wie der Holm halt so ist. Widerspruch ist zwecklos, aber notwendig. Sehr schönes Fazit. Also so schlimm ist es auch wieder nicht. Es sind ja schon auch, also, aber gut. Und genau, Alexa, du hast dieses Buch. Bald auch Buch. Als Hörbuch, genau. Ja, nicht nur ich, sondern auch der Holm und die Ulrike. Mhm. Das heißt, drei Leute haben dieses wunderbare Buch eingegeben. Aber nicht unisono, sondern abwechselnd. Nein, nicht im Chor. Das wäre auch mal ein interessantes Experiment. Ja, aber vielleicht nur kurz. Wann kommt es denn raus? Jetzt bald einmal. Also irgendwie die Urlaubszeit neigt sich jetzt bei allen so ein bisschen dem Ende zu und jetzt können wir so die letzten Handgriffe, glaube ich, bald in Angriff nehmen. Ja. Die Audiodateien in Studio 2 sind fertig gemacht worden. Sehr gut. Auf jeden Fall. Okay. Und also wir sind halt nicht bei einem Verlag, der sozusagen ein Datum setzt und dann eine große Promotion-Kampagne vorher startet. Ich verstehe. Sondern es wird einfach da sein. Wir bekommen irgendwann werden wir von Leuten, wie mir das bei dem Buch gegangen ist, mit ich habe dein Buch gekauft. Ach, das gibt's schon. Ja. Alles klar. Und dann müssen natürlich alle Menschen hier, die heute hier dabei sind, nicht nur der Carla und der Nora auf allen möglichen und unmöglichen Wegen folgen. Also ich meine damit jetzt nicht nach Hause und Steinchen ans Fenster. Bitte nicht nachts, genau. Sondern in Social Media. Sondern natürlich auch Mairis Kanal Orkenspalter dringend folgen und immer alles angucken da. Und immer alles liken und abonnieren. Das ist ein bisschen viel. Ich habe tatsächlich auch, ich habe mich gerade umgeguckt, aber ich bin voll schlau und habe keins meiner Bücher hier in Reichweite stehen. Mit schwulen Zwergen und sowas. Also ja, wie heißt sie? Sag doch wenigstens, wie sie heißen. Kind des goldenen Gottes heißt das erste. Da kommt eins. Oh. Ja, aber das ist das dritte, Herz der tausend Welten. Das ist, ja. Was? Kannst du es beschreiben? Es ist ein historischer Roman in der Rollenspielwelt von Das Schwarze Auge. Und damit habe ich schon die meisten Leute abgeturnt. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Es ist Auftragsarbeit, aber ich habe versucht, es so weird und so seltsam und auch finster und Horror und ungewöhnlich zu machen, wie mir erlaubt wurde. Okay. Ja, und ansonsten, ich finde es schön, immer sowas zu beenden, wenn wir die ganze Zeit sagen, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut und da sollte man sich damit auseinandersetzen, warum man irgendwie damit arbeitet oder sowas, ne? Andere Sachen zu empfehlen. Wie gesagt, ich habe gehört, ich habe es noch nicht gelesen, die Götter sollen sterben, soll gut sein. Ich stehe auf jeden Fall sehr hinter dem Titel und hinter Amazonen, die sexy Dinge machen und Leute umbringen. Und oder beides auf einmal. Ja. Oder auf einmal. Nee, okay. Nee, das ist unhygienisch. Das ist unhygienisch. Ich würde das dazu mittrennen. Darin schreibt gerade, ist mir alles zu viel Horror in der Werbung hier, Holm eingeschlossen.
Ja, Erkenntnis über die Welt kann auch Horror sein. Kosmischer Horror. Ich möchte noch für ein paar andere Sachen dann meinen Hut in den Ring werfen und ja, die empfehlen. Tamsin Muir's The Locked Tomb Bücher für Be Gay, Do Necromancy, abgefahrene Fantasy, Science Fiction mit unglaublich vielen schwulen Frauen, die ich alle sehr ins Herz geschlossen habe. Schwule Frauen. Und die Broken Earth Trilogy von N.K. Jameson. Nicht umsonst hat die Frau irgendwie 5 Jahre in Folge den Hugo Award gewonnen. Die ist unglaublich gut. Und eins, was ich auch noch empfehlen würde, sehr ungewöhnlich, The Outside von Ada Hoffman, wo es um Neurodiversität, also Science Fiction mit Neurodiversität Hintergrund, mit einer Erzählerin, die im Autismus-Spektrum ist, ausgesprochen spannend. Auch kosmischer Horror, ein bisschen. Und zu guter Letzt die White Space Romane, die eine Zukunft halt zeigen, in der ganz viele Dinge selbstverständlich sind und aus dem man sich viel abgucken kann. Wie zum Beispiel, seitdem ich die gelesen habe, achte ich drauf, bei allen Figuren, die ich auch im Rollenspiel oder sowas beschreibe, zu sagen, welche Hautfarbe sie haben und nicht nur, wenn die Leute nicht weiß sind, sondern explizit auch immer zu sagen, wie sehen die aus? Das ist eine weiße Person. Das ist jemand mit mittelbrauner Haut, das ist jemand mit dunkler Haut und so weiter und so fort. Und dann halt eben nicht das gänzlich dem Theater of the Mind der Zuschauenden zu überlassen, das halt durchaus auch vorbelastet ist. Gut, danke für diesen Werbepart. Nee, wunderbar. Dafür soll das Ferngespräch da sein. Ich habe in der, ich glaube, Folge 14 von Ghostsitter, den Hörspielen, mal so nonchalant einfach mal gedroppt, dass Wombi, der Zombie, dass das ein Schwarzer ist. Und das hat ganz, ganz viele Leute überrascht. Es hat niemand sich beschwert oder irgendwas, gar nicht, sondern es haben wirklich sehr viele Leute geschrieben, Wahnsinn, ich habe da nie drüber nachgedacht. Es war für mich immer klar, ist ja weiß, weil ich es auch bin. Und jetzt stelle ich fest, es ist anders. Und ich bin einfach von mir selber überrascht, dass ich da nie auf die Idee gekommen wäre. Das ist ja, die Mumie ist auch weiß, oder? Die Mumie, der ist natürlich nicht weiß, nein. Der Hop-Tep, der kommt ja aus dem alten Ägypten. Aber auch, dass die Katzenfrau einen asiatischen Hintergrund hat, das habe ich halt auch immer so in meinem Kopf gehabt, aber irgendwie niemandem gesagt. Es war bisher nicht für mich relevant. Und jetzt, wenn wir das dann tatsächlich verfilmen, dann wird das so sein. Und dann werden mir bestimmt auch viele Leute dann sagen, ja, das hat es jetzt gebraucht, oder? Und dann kann ich nur sagen, ja, hat's. Weil halt. Ihr habt auch was verkauft jetzt, Alexander, ne? Und es gibt natürlich den Hoxilla-Podcast, das darf man nicht vergessen. Was haben wir denn verkauft? Na, das Hörbuch. Das Hörbuch. Und das Hörbuch haben wir verkauft, genau. Aber die Schiefer und die Hoxilla-Schiefer-Untersetzer haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Genau, die Schiefer-Untersetzer gibt es noch, den Merchandise-Shop gibt es demnächst wieder. Da werde ich demnächst von einer reizenden Person unterstützt, die mir dann nochmal wieder unter die Arme greift, ein neues Shop-Portal zu eröffnen. Dann kann man sich wahrscheinlich hoffentlich rechtzeitig zu Weihnachten wieder eindecken und zur kalten Jahreszeit mit Hoodies und solchen Geschichten. Und was ich unbedingt erwähnen möchte, ist, dass es am Donnerstag in diesem kuscheligen Kanal eine Sendung noch geben wird, die ich mit einer reizenden Ehefrau und meiner Lieblingskollegin im psychologischen Bereich Sophia Krapfeis bestreiten darf, wo wir uns wieder Fragen aus dem Chat widmen und uns um psychologische Probleme aller Couleur widmen. Und da habe ich sehr viel Freude dran, das zu tun. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und da bitte alle einschalten am Donnerstag um 20 Uhr bei Alle bekloppt. Alle bekloppt um 20 Uhr, was uns wieder zurück zu Die Götter müssen sterben bringt, weil eine der Hauptfiguren tatsächlich unter Depressionen leidet. Ja, das stimmt. Ja. Hm. Die ist Ahnung. Was ja eine Volkskrankheit ist. Oh, jetzt muss ich wirklich lesen. Ja, jetzt habe ich dich. Ne? Also so lange dran gearbeitet. Vielen, vielen Dank für diese ganz, ganz, ganz großartige Runde, die also bei mir im Hirn auf jeden Fall viele Dinge umgeräumt hat, was ich gut finde, weil deswegen machen wir das ja alles und nicht einfach nur den Confirmation Bias bedient hat. Und ich hoffe, dass auch die Leute da draußen was aus dieser Runde mitgenommen haben. Ja, ich sehe sehr viel Klatsch-Emojis. Genau, und ich kann auch diese Runde nur empfehlen, schaut euch nachher das VOD an und scrollt mal durch die durch den Chat, den ich mal wieder, ich würde es schon fast eine Tradition nennen, fast komplett ignoriert habe, was mir leid tut. Dafür bei Alle bekloppt werde ich das nicht tun, denn da geht es vorrangig um den Chat. Insofern, alle, die finden, sie sind heute zu kurz gekommen, schaltet doch einfach am Donnerstag um 20 Uhr ein. Mit dem Thema, ich werde in Chats nicht wahrgenommen, was kann ich tun? Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
bitte, bitte im Dunkeln.